Hallo liebe Leute, ich begrüße euch zur 12. Vorlesung Kern- und Teilchenphysik Universität Konstanz im Bachelor-System und wir sind tief in der Elementarteilchenphysik gelandet, jetzt in der Zeit nach Weihnachten. Und ja, wie gehabt, es ist natürlich wieder eine Videovorlesung, denn wir sind in der Hauptwelle, also hoffentlich ist es die Haupt- und letzte Welle der Corona-Pandemie. Hier ist meine Inhaltsangabe, also um diese ganzen Vorlesungen hier, da haben wir uns jetzt schon durchgearbeitet. Also vor Weihnachten, wo ist Weihnachten? Hier ungefähr 22.12. Da ging es um die Kernphysik, also zum Beispiel eben die Methoden der Energiegewinnung durch Kernspaltung, aber auch die Energiegewinnung in Sternen wie die Kernfusion. Das war die Vorlesung direkt vor Weihnachten. Nach Weihnachten dann die Einführung in die Elementarteilchenphysik. Dann in der letzten Stunde vor einer Woche ging es um Leptonen, Antiteilchen, also auch die fehlende Antimaterie im Universum, Erhaltungsgrößen und diese Symmetrieverletzung, die CP-Verletzung, die wir brauchen, aber noch nicht gefunden haben. Es muss also irgendwo eine Asymmetrie geben zwischen Materie und Antimaterie, um zu erklären, warum unser Universum hauptsächlich aus Materie oder fast ausschließlich aus Materie besteht. Ich sage fast, weil man noch nicht jede Ecke des bekannten Universums durchsuchen konnte. Aber immerhin, es gibt also trotz intensiven Suchens auch nach Jahrzehnten kein Anzeichen für Galaxien oder auch Sterne aus Antimaterie. Die gibt es einfach nicht. Es scheint alles nur aus Materie zu bestehen. Und das heißt, es muss eine Asymmetrie geben, wenn unsere Urknalltheorie, das Standardmodell der Astrophysik, richtig ist. Gut, das also zu einer Verknüpfung zwischen Elementarteilchen und der Astrophysik. Und jetzt geht es zurück tief in die Elementarteilchenphysik, nämlich um die elementarsten aller Elementarteilchen, um die Quarks. Heute also die Frage, was sind Quarks? Ja, vielleicht noch kurz die Zusammenfassung vom letzten Mal. Das ist das hier, also diese Stichworte, die ich immer so herausstelle von einer Doppelstunde, also von vor einer Woche. Hier die wichtigsten Stichworte des Stoffs, den ich durchgenommen habe, eigentlich so ein bisschen als Leitfaden für die Klausur, die auf die Studierenden ja zukommt in wenigen Wochen. Gut, das will ich aber nicht im Einzelnen durchgehen. Jetzt geht es also um die Frage Quarks. Was sind Quarks und wieso kommt man auf die Idee, dass es solche Teilchen geben könnte? Zunächst mal, was ist überhaupt ein Elementarteilchen? Da haben wir jetzt eine Definition inzwischen, das war ziemlich lange unklar. Man dachte, dass Protonen und Neutronen Elementarteilchen sind, aber die haben Durchmesser. Und wenn irgendwas einen Durchmesser hat, also sagen wir mal, irgendwas ist ein Meter, ein Durchmesser oder auch nur ein Fermi, also einen ganz kurzen Meter, also 10 hoch minus 15 Meter, dann fragt sofort einer, ja, was ist denn da drin? Das ist eine Kugel mit einem Durchmesser, muss was drin sein. Oder sie muss aus irgendwas bestehen. Das kann dann also eigentlich kein Elementarteilchen sein. Nach unserer Auffassung heute ist ein Elementarteilchen ein Teilchen mit Durchmesser 0. Also mathematisch 0. Das heißt, es ist eigentlich gar nicht vorhanden. Ja, ist ein bisschen schwierig, sich das vorzustellen. Konkret im Experiment bedeutet das, dass zum Beispiel das 1 durch R-Potential des Coulomb-Feldes oder auch die abstoßende Kraft, also nicht das Potential, sondern die Kraft, das geht mit 1 durch R-Quadrat mit dem Abstand, dass diese Abhängigkeit 1 durch R-Quadrat der abstoßenden Kraft zwischen zwei Elektronen, zwischen denen ich den Abstand zum Beispiel mal kleiner mache, indem ich die mit immer höheren Energien aufeinander schieße, dass das immer ein 1 durch R² abstoßende Kraft ist und es gibt keine Abweichung. Also es ist keine homogen geladene Kugel, denn die müssten irgendwann mal eine Abweichung vom 1 durch R-Potential oder 1 durch R² Kraftgesetz zeigen. Ja, und so ist das eben bei Elektronen und bei den anderen Elementarteilchen, die wir so kennen. Und das sind eben die Quarks. Weil das Proton, das Neutron, die sind nicht elementar, die haben Durchmesser, hatte ich, glaube ich, vorletztes Mal erklärt. Und das heißt, sie müssen aus was bestehen und nach unserer Vorstellung sind das eben Quarks. Und die sind nach unserer Vorstellung punktförmig. Gut, ja, da gibt es dann einen Haufen Probleme mit punktförmigen Teilchen, ne? Also zum Beispiel der Drehimpuls. All diese Teilchen, das sind jetzt Fermionen, die, was ich so sage, richtigen Teilchen, die haben ja einen Drehimpuls, kann man auch messen, ne? Im Fall von Elektronen mit dem Einstein-De-Haas-Effekt, werde da also nicht müde, das zu betonen, dass man mit diesem makroskopischen Effekt, da dreht sich wirklich was im Labor, ne? Kann man gucken, dass das wirklich ein Drehimpuls ist, was die Elektronen als Elementarteilchen haben. Aber ein Drehimpuls ist in der klassischen Mechanik
Mechanik R-Kreuz P, also der Impuls einer Masse auf einer Umlaufbahn, zum Beispiel die Erde um die Sonne, hat Impuls, also Masse mal Geschwindigkeit, und dann Abstand vom Zentrum, um das die Erde kreist. Ja, so kommt ein Drehimpuls zustande für jeden Massepunkt. Ja, wenn man aber kein R hat, also der Durchmesser 0 ist, dann ist auch nichts mit Drehimpuls, jedenfalls nach der klassischen Mechanik. Diese Teilchen haben aber trotzdem einen Drehimpuls. Einen quantenmechanischen, der ist gequantelt, weil es gibt die Drehimpulsquantisierung, und zwar ein halb h quer. H quer ist eine Einheit für den Drehimpuls in diesem Fall. Ja, und dann kommt eben auch drauf, Coulombkraft geht mit 1 durch R Quadrat. Die wird also immer größer, die abstoßende Kraft zwischen zwei gleichnamigen Ladungen, je näher sie sich kommen. Und man kann dann ausrechnen, wenn R gegen 0 geht, dann geht diese abstoßende Kraft gegen unendlich. Ja, und gegen unendlich kann ja eigentlich gar nichts gehen. Das ist irgendwie nicht realistisch. Aber noch schlimmer ist der letzte Punkt, Energieinhalt des E-Feldes. So ein Segment des Raumes, in dem sich ein elektrisches Feld befindet, das hat einen bestimmten Energieinhalt. Und zwar kann man den ausrechnen. Es geht mit dem Quadrat der Feldstärke, also die Energie. Aufgrund der Tatsache, dass ein elektrisches und eben auch ein magnetisches Feld, aber erstmal nur ein elektrisches Feld, in einem Raumelement ist, bedeutet, dass dieser Raum eine bestimmte Energie hat. Das ist eine Formel für, ich glaube, 1/2 Epsilon R mal Epsilon 0 mal E Quadrat. E ist jetzt in dem Fall dann die elektrische Feldstärke, und das muss ich integrieren über das Volumenelement des Raumes. Ja, und wenn aber die Feldstärke, also diese Kraft mit 1 durch R Quadrat, also R gegen 0, dann geht 1 durch R Quadrat gegen unendlich, dann geht auch dieser Energieinhalt gegen unendlich. Und das kann man ausrechnen für das Feld eines Elektrons mit Durchmesser 0, und dieses Integral des Energieinhaltes über das elektrische Feld eines punktförmigen Elektrons geht gegen unendlich. Da kommt nicht irgend so eine vernünftige Energie raus. Und da haben wir das nächste Problem. Wenn eine Energie gegen unendlich geht, dann geht nach E gleich mc² auch die Masse gegen unendlich. Man könnte ja meinen, na gut, dann haben wir eben einen riesigen Energieinhalt und da kommt dann eine Masse raus, also eine Energie, die einer Masse über mc² entspricht. Und das ist dann eben die Ruhemasse des Elektrons. Das wäre ja super praktisch. Ja. Ist aber nicht so, weil das Integral, das konvergiert einfach nicht. Da kommt ein unendlicher Wert raus. Und das geht natürlich nicht. Also mit der Punktförmigkeit des Elektrons, da haben wir Probleme, wenn wir das aus der klassischen Physik heraus betrachten. Anders sieht es aus, wenn wir die Tatsache des Welle-Teilchen-Dualismus mit einfließen lassen. Dann ist das Elektron etwas Verschwommenes. Es hat eine de Broglie-Wellenlänge. Und jetzt ist es so, wenn ich mir mein Experiment betrachte von zwei Elektronen, die ich mit immer höheren Energien aufeinander schieße, weil die sich eben abstoßen, muss ich immer mehr Energie nehmen, damit sie sich näher kommen und damit sozusagen das 1 durch R-Potenzial abtaste, dann wird auch die de Broglie-Wellenlänge immer kürzer und unser Teilchen wird mit wachsender kinetischer Energie in der Quantenmechanik definitiv immer kleiner, und das hat kein Limit. Das heißt, die Wellenbeschreibung des Elektrons, da geht der Durchmesser des Teilchens, wenn man den mit der Wellenlänge, der Broglie-Wellenlänge gleichsetzt, tatsächlich gegen Null. Das wäre aber ein Wellenphänomen. Und dann hat man diese Mühe mit R Kreuz P, R ist dann gar nicht mehr definiert. Das ist dann eigentlich so ein Wellending, ja. Und diese Welle hat eben einen quantisierten Drehimpuls. Das heißt, wir müssen eigentlich das Elektron und alle Elementarteilchen eher als ja wellenartige Zustände, Anregungszustände der Raumzeit so empfinden. Das werde ich vielleicht noch mal ein bisschen näher erklären. Oder habe ich dann als nächstes ein Bild, glaube ich? Ja, genau. Da habe ich gleich ein Bild. Also das werden wir jetzt bei den Elementarteilchen auch sehen, dass man diese ganzen Teilchen eher als Anregung der Raumzeit auffassen muss. Und die haben eben Wellencharakter, und dann ist dieses Problem löst sich dann so ein bisschen auf. Das hat man nicht mehr, weil die klassische Mechanik da nicht mehr gültig ist. Ja, aber im Prinzip eben sehr schwer für uns, das vorzustellen. Ja, was ich anbieten kann, hatte ich schon mal erwähnt, glaube ich, am Anfang, Weltbild der Physik, dass wir die Raumzeit haben und die ist nicht substanzlos, sondern wir sind wie die Fische im Wasser. Die Fische nehmen das Wasser vermutlich auch nicht wahr, weil sie den Zustand kein Wasser nicht kennen. Und bei uns ist das auch so mit der Raumzeit. Den Zustand keine Raumzeit, den kennen wir auch nicht. Ja, können wir uns nicht vorstellen. Was ist denn, wenn keine Raumzeit da ist? Und wir sehen allerdings durchaus, dass die Raumzeit verbogen werden kann durch Massen. Ja, und dann geht die Zeit auf einmal langsamer, wie tiefer unten im Gravitationsfeld. Oder die Raumzeit wird auch räumlich verzerrt. Dann werden Lichtstrahlen abgelenkt in Gravitationsfeldern.
Und da bemerken wir, dass die Raumzeit tatsächlich so ein Medium ist, ähnlich wie das Wasser für den Fisch. Und ein solches Medium, das kann man zupfen wie eine Wasseroberfläche oder auch rotieren lassen. Und wenn wir jetzt Drehimpulserhaltung haben, wie bei diesem Wirbel hier der Wasseroberfläche, dann wirbelt das eben für immer. Und dann wären eben solche Teilchen, solche ja, elementaren Anregungszustände der Raumzeit, die aufgrund der Drehimpulserhaltung, Ladungserhaltung und allem Möglichen, also ohne Reibung sozusagen, für immer weiter drehen als kleine Wirbel der Raumzeit. Dieser Wasserwirbel hier, das ist ein Foto von der Wasseroberfläche, der hört natürlich irgendwann auf zu wirbeln wegen der Reibung. Dieses Wasser hat eine Viskosität. Aber im supraleitenden Medium, superleitend war das, ne? supraflüssigen Medium wie Helium oder ähnlichem bei sehr niedrigen Temperaturen, wenn wir da keine Reibung haben, dann würden solche Wirbel weiter wirbeln. Ja, und das wäre dann bei der Raumzeit der Fall. Also es ist jedenfalls eine Vorstellung, die hat, das ist auch nur ein Bild, also es ist nicht richtig oder so, aber es ist eine Vorstellung, die ich eher als ja, passend empfinde. Und auch bei so einem Wirbel findet man ja kein Zentrum, keine Kulla, die in der Mitte ist, sondern je näher man rankommt, umso mehr wirbelt es. Aber es wirbelt auch ganz im Zentrum. Es gibt kein massebehaftetes Zentrum eines Wirbels, ja. Ja, bei so einem Wasserwirbel. Okay, also das als ein Angebot, die Definition eines punktförmigen Elementarteilchens dann vielleicht sich besser vorstellen zu können. Gut, ja, und wir hatten, glaube ich, vorletztes Mal gesehen, dass man Protonen und Neutronen genauer analysieren kann. Man kann die Ladungsverteilung messen und das heißt, sie müssen aus irgendwas bestehen. Und das Standardmodell der Elementarteilchenphysik, also es gibt so ein paar Standardmodelle. Da gibt es das Standardmodell der Astrophysik, das ist das Urknallmodell. Dann gibt es das große Theoriegebäude der Quantenmechanik. Das nennt man nicht Standardmodell, es ist einfach Quantenmechanik. Dann gibt es diese ganze Gravitationstheorie, allgemeine Relativitätstheorie von Albert Einstein. Und als viertes, ganz fundamentales Modell gibt es eben das Standardmodell der Elementarteilchenphysik. Und das heißt explizit Standardmodell, weil es eben eine Modellvorstellung ist. Und ich glaube, die Physiker merken selber, also so richtig überwältigend ist das noch nicht. Irgendwas ist da noch unvollständig, hat man so das Gefühl. Deswegen heißt es nicht Quantenmechanik oder allgemeine Relativitätstheorie. Es heißt ja nicht Modell der allgemeinen Relativitätstheorie, sondern die hat keine Lücken. Das ist einigermaßen richtig, ja. Aber beim Standardmodell der Elementarteilchenphysik, da gibt es schon so ein paar Probleme. Da komme ich aber später drauf. Jetzt erkläre ich erstmal, was das Modell eigentlich bedeutet. Und es bedeutet, dass wir uns vorstellen, dass das Proton und das Neutron aus wirklichen Elementarteilchen, also punktförmigen Teilchen, bestehen. Und das sind eben die Quarks. Und das Proton hier besteht aus zwei Up- und einem Down-Quark. Und das Neutron aus zwei Downs und einem Up-Quark. Und die sind ja auch noch bunt gemalt, nämlich in Rot, Grün und Blau. Das bedeutet nicht, dass sie tatsächlich rot, grün und blau sind, denn das sind ja Farben des sichtbaren Lichtes. Sichtbares Licht ist elektromagnetische Strahlung und geradezu unglaublich viel größer als diese Quarks oder auch die Protonen. Ja, also so eine elektromagnetische Welle ist sowas wie ein Dinosaurier im Vergleich zu einer Amöbe für unser Proton im Vergleich zu eben dieser elektromagnetischen Welle. Also diese Farben sind nur ein Bild oder ja eine Veranschaulichung einer neuen Quantenzahl, die wir einführen müssen, nämlich die Farbladung. Da kommen wir aber noch zu. Zunächst mal, die Meinung ist, Proton und Neutron bestehen aus drei Teilchen, und zwar aus den beiden, ich nenne sie mal Grundquarks, das sind stabile Quarks, es gibt noch ein paar mehr Quarks, und die zerfallen eben nicht, deswegen zerfallen Proton und Neutron auch nicht, und zwar einmal 2U, ein D oder 2D, ein U, und es sind drei Teilchen. Ja, ein bisschen komisch, drei. Warum denn nur gerade drei? Aber das ist die Idee. Und wie man darauf kommt, das will ich jetzt im Folgenden mal näher erläutern. Das muss natürlich fundiert sein in Experimenten. Und da gibt es, will ich mal gleich vorausschicken, ein ganz großes Problem. Man hat noch nie einen Up- oder einen Down-Quark untersuchen können. Die gibt es nämlich einzeln nicht in der Natur. Sie kommen nicht vor. Das heißt, die Bausteine der Materie, die Quarks, kommen nicht als Bausteine vor. Da muss man sich dann schon fragen, was ist denn eigentlich ein Baustein? Wenn ich sage, ein Haus ist aus Ziegeln aufgebaut, dann will ich auch mal einen Ziegel sehen. Da kann man auch hier sagen, Ziegel, okay, ein Ziegel, ein einzelner Ziegel. Aber wenn ich sage, dass Materie aus Quarks, Up- und Down-Quarks, also unsere normale Materie, wie im Studio auch, aufgebaut ist, dann kann ich jetzt nicht den Zweiflern, also bestimmt gibt es auch so, ähnlich wie bei allen möglichen anderen Sachen in unserer Gesellschaft, so Zweifler, ne? Es gibt dann Quark-Zweifler, den kann ich jetzt nicht einen Quark vorführen, ja, die gibt es einzeln nicht.
ja, warum nicht? Dann brauchen wir wenigstens eine Theorie, warum es sie nicht gibt. Ja, das ist ja schon ein deutlicher Nachteil, wenn ich Elementarteilchen postuliere, die ich dann aber im Experiment nicht nachweisen kann. Ja, aber so ist es. Das ist das Standardmodell der Elementarteilchenphysik. Warum man trotzdem glaubt, dass Quarks existieren, das will ich dann jetzt mal näher erklären. Gut, also was sind überhaupt Quarks? Es gibt insgesamt 6 Quarks, aber nur 2 Quarks sind einigermaßen stabil. Das sind sozusagen die Grundquarks. Gab es übrigens bei den Elektronen auch. Ne? Das habe ich letztes Mal erklärt. Ich fing die Vorlesung vor einer Woche damit an, dass es das Elektron gibt und dann gibt es noch 2 andere elektronenartige Objekte, das Myon und das Tauon. Die haben alles gleich, also Ladung, Spin und so weiter, wie das Elektron, aber eine höhere Masse. Und zwar sukzessive höhere Masse. Ja? Also das Elektron ist das leichteste, das Myon ist 200 Mal schwerer und das Tauon, weiß ich nicht mehr, deutlich noch mal viel schwerer. Und das scheint überall bei den Elementarteilchen so zu sein, auch bei den Quarks. Es gibt von jedem so Grundteilchen, wie Elektronen und auch bei dem Elektron-Neutrino ist genauso, gibt es 2 schwerere Versionen, also schwerer und viel schwerer. Und das ist bei den Quarks auch so. Ja, und wenn es 2 Grundquarks gibt, up und down, und davon jeweils nochmal 2 schwerere Versionen, komme ich auf 6 Teilchen, zeige ich gleich die Tabelle. Also zunächst mal die Grundquarks. Das sind Up- und Down-Quark und die bauen eben zusammen Neutronen und Protonen. Das sind also Fermionen, spinnen ein halbes Teilchen, das heißt übersetzt richtige Teilchen, braucht Platz. Elementarteilchen. Erste Familie, also das sind eben genau diese 3 Familien. Das heißt, es gibt dann nochmal 2 Quarks parallel zu Up und Down schwerer und dann noch schwerer. Und sie haben diese ganz komische Ladung. Ja, und da haben wir schon das nächste Problem. Denn eine Ladung von plus 2/3 der Elementarladung. Elementarladung ist eine Naturkonstante, 1,6 mal 10 hoch minus 19 Coulomb. Ist eine elektrische Ladung. Oder für das Down Quark minus 1/3 der Elementarladung. Im Labor wurde noch nie eine nicht gradzahlige Vielfache der Elementarladung beobachtet. Also ein berühmtes Experiment aus welcher Vorlesung ist das denn? Elektrostatik. Das ist das mit diesen Öltröpfchen, die da so in der Luft schweben. Und da kann man die Quantisierung der Ladung messen. Diese Öltröpfchen, die werden geladen. Und dann kann man die sind dann im Gleichgewicht zwischen in einem Kondensator, zwischen der Gravitationskraft, die sie nach unten zieht, und der elektrischen Kraft, die sie nach oben zieht. Und die sind so klein, dass sie so und so viel Anzahl von Elementarladungen in sich aufgenommen haben. Da gibt es also einmal die Elementarladung, das Tröpfchen wird also relativ wenig gehalten im elektrischen Feld und so weiter. Aber da kann man sehen, dass die Ladung dieser Öltröpfchen, Millikan-Versuch war es, jetzt ist mir der Name wieder eingefallen, dass die Ladung dieser Öltröpfchen in Vielfachen der Elementarladung vorkommt. Und so gibt es unzählige Experimente und irgendein Objekt, was 2/3 oder 1/3 oder auch, sagen wir mal, 10-mal die Elementarladung plus 1/3, also 10,333 oder sowas, nie gefunden. Es gibt eben in der Realität draußen in der Natur oder im Labor oder im Experiment nur gradzahlige Vielfache der Elementarladung. Also 0, das ist dann nicht geladen, 1, 2, 3 mal die Elementarladung. Aber das nicht. Ja, wir brauchen aber eine Drittelladung, weil eben das Proton aus 3 Teilchen besteht und dann kriegen wir das irgendwie nicht hin. Ja, also es funktioniert nicht. Wir brauchen eine Drittelladung, wenn wir annehmen, das Proton, das Neutron bestehen aus 3 Teilchen. Da müssen wir aber sehr gut beweisen, dass die wirklich aus 3 Teilchen bestehen. Sonst ist das eine sehr gewagte Hypothese, dass wir Teilchen haben, Elementarteilchen, die Drittelladung, also minus 1/3 oder plus 2/3 Ladung haben. Schon sehr komisch. Na gut, also das ist die Ladung von diesen Viechern. Dann Farbladungen kommen noch dazu. Das ist aber eine Quantenzahl, das ist nur eine Farbe als Veranschaulichung. Ja, kann ich auch irgendwie anders nennen, also was weiß ich, unten, oben, rechts oder sonst was oder irgendeine andere Eigenschaft, hart, weich und mittelweich. Also jedenfalls 3 Zustände einer neuen Quantenzahl, die hier als Farbe zur Veranschaulichung gemeint ist. Es ist aber eine abstrakte Quantenzahl. Ja, die brauchen wir noch zusätzlich. Das heißt, diese Quarks können 3 verschiedene Zustände haben und es ist eigentlich sowas wie die Ladung. Es ist eine Farbladung und nur Objekte, die eine Farbladung haben, die merken die starke Wechselwirkung. Ja, das sollte ich vielleicht noch erklären. Wir haben ja die elektrische Ladung, plus 1 oder minus 1, Elementarladung in Coulomb. Und die definiert, dass an einem elektrisch geladenen Objekt eine elektrische Kraft
wirkt. Also wenn ich eine neutrale Styroporkugel in so ein Kondensatorfeld tue, also zwei Platten und lädt die auf 100.000 Volt auf, tue die Styroporkugel rein, passiert erstmal gar nichts. Ist die Styroporkugel oder Metallkugel aber aufgeladen, positiv oder negativ, dann fliegt sie nach rechts oder nach links. Das heißt, an einer elektrisch geladenen Kugel oder einem Objekt greift die elektrische Kraft eines elektrischen Feldes an. Gut. Ja, und bei der Farbladung ist es so, das ist die Ladung der starken Wechselwirkung. Die starke Wechselwirkung, diese starke Naturkraft, die auch die Atomkerne zusammenhält, die greift nur an farblich geladenen, also an Objekten an, die diese Farbladung tragen. Das ist die Idee der Ladung. Ja? Und sie ist nur anziehend übrigens, da gibt es keine abstoßende Kraft. Deswegen auch drei Farben, ne? Also rot. Ja gut, also Rot zieht übrigens auch Rot an, aber Rot, Blau und Grün ziehen sich. Es gibt nur eine anziehende Wechselwirkung bei der starken Wechselwirkung, ähnlich wie bei der Gravitation. Die ist ja auch immer nur anziehend. Gut, also die haben noch zusätzlich diese Farbladung. Das heißt, diese Quarks machen oder tragen die Ladung der starken Wechselwirkung. Sie spüren also die starke Wechselwirkung. Elektronen und Positronen spüren die starke Wechselwirkung nicht. Sie sind nicht farblich geladen, wohl aber elektrisch geladen. Das heißt, sie spüren die elektromagnetische Wechselwirkung. Und Neutrinos, die ich letztes Mal behandelt habe, die sind weder elektrisch geladen noch farbmäßig geladen. Die spüren also weder die elektromagnetische Wechselwirkung noch die starke Wechselwirkung. Ja, jetzt könnte man natürlich fragen, wenn man aufgepasst hat, im ersten Teil der Vorlesung, jetzt diese Protonen und Neutronen, die sind ja nicht bunt. Nein, die sind weiß. Also da haben wir eben genau drei Farben und die müssen, ich gehe nochmal auf das Bild zurück, ja, die sind immer so kombiniert, dass die Nettofarbe weiß ist und deswegen auch diese drei Grundfarben, die addieren sich zu weiß. Das heißt, das Proton und das Neutron sind zu jedem Moment ihrer Existenz, sind die weiß. Das heißt, sie enthalten immer drei Quarks in diesen drei Grundfarben. Und das gilt eigentlich für alle Teilchen, die müssen nach außen weiß sein. Jetzt habe ich aber gesagt, dass der Atomkern Proton und Neutron zusammenhält über die starke Wechselwirkung. Die wirkt aber nicht zwischen weißen Teilchen. Ja, das ist aber trotzdem richtig, weil die Netto-Wechselwirkung zwischen Neutron und Proton oder zwischen zwei Protonen oder überhaupt da in Atomkernen, das ist eine sogenannte Restwechselwirkung. Eigentlich ist die richtig starke Anziehung der starken Wechselwirkung ist zwischen Up und Down. Aber zwischen Proton und Neutron, dieses Ding hier, das wäre eigentlich ein Deuterium-Atomkern, ne? Also dieses Wasserstoffisotop, da besteht der Atomkern aus einem Proton und einem Neutron. Die ziehen sich trotzdem an, aber nicht mit der vollen Stärke, sondern nur über eine Restwechselwirkung. Ähnlich wie die Van der Waals-Wechselwirkung in der Festkörperphysik. Und zwar würde sich dieses U und dieses U hier, die sehen sich, ne? Also das ist blau, das ist rot und das zieht sich an. Insgesamt ist die Anziehung relativ schwach, aber dadurch, dass sie sich so nahe sind, gibt es eine Restwechselwirkung, die ist immer noch sehr stark, die dann Protonen und Neutronen zusammenhält. Das heißt, die Nettokraft, die Protonen und Neutronen, also die Nukleonen zusammenhält, ist eigentlich nur eine Restwechselwirkung von der nicht vollständig abgeschirmten Wechselwirkung der Quarks in diesen Teilchen. Ja. Okay, das ist jedenfalls die Idee. Auf jeden Fall sind Neutronen und Protonen nach außen hin bei genügendem Abstand, sind die weiß und merken nicht die starke Wechselwirkung. Nur bei sehr kurzem Abstand, ja, und das ist eben eine Restwechselwirkung ganz typisch, da merken diese Teilchen voneinander ihre innere Struktur und dann gibt es eben doch eine Nettoanziehung. Die ist aber viel schwächer als die primäre Anziehung zwischen den Quarks. Gut, okay, also das sind die Farbladungen. Masse von diesen Quarks, ja, das ist das nächste Problem. Nach dem Standardmodell ist das Up-Quark 2,3 MeV und das Down-Quark 4,8 MeV. Ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, jetzt sage ich, dass die Proton und Neutron bestehen aus drei von diesen Teilchen, die haben eine Masse von 1000 MeV, also einem Gigaelektronenvolt. Ja, Up- und Down-Quark haben aber zusammen, ja, also vielleicht 6, 7, 8 MeV, also drei von denen, wenn man zwei nimmt und drei, haben vielleicht maximal 10 MeV Energie, ne, oder 12 MeV. Da fehlt Faktor 100 in der Masse. Wo kommt die ganze Masse her? Und die Idee ist, jetzt muss ich nochmal zurückklicken, dass die ganze Masse hier von diesem 1 Gigaelektronenvolt,
Das ist die Bewegungsenergie der Quarks. Die rotieren da drin wie verrückt umeinander. Und diese Gluonen hier, das sind diese Wellen, das sind die Wechselwirkungszeichen der starken Wechselwirkung. Das heißt, dass der größte Teil der Masse von Proton und Neutron ist nicht wirklich eine Ruhemasse, sondern ist eher so eine über E gleich mc² ist die Bindungsenergie gespeichert in diesen sehr stark gebundenen Quarks, die diese Masse erzeugen. Es ist nicht die Ruhemasse der Quarks. Die ist nämlich sehr Faktor 100 ungefähr kleiner. Ist ein bisschen merkwürdig. Da kommen wir aber noch zu. Ich muss das immer erklären, sonst passt es ja alles. Ich kann ja nicht sagen, Proton und Neutron bestehen aus drei Teilchen, die zusammen irgendwelche 10 oder 11 oder 12 maximal Megaelektronenvolt wiegen. Und dann sagt ja einer, das haut doch überhaupt nicht hin. Der Rest ist die Masse der Bindungsenergie, die in diesen Teilchen durch das Herumwirbeln der Quarks umeinander und diese Gluonen, die da ständig hin und her flackern, es ist ein dynamisches System nach dem Standardmodell, die durch diese Energie erzeugt wird. Gut. Ja, ansonsten ist aber Spin ein halbe Teilchen, das heißt, wenn ich drei Quarks addiere, ein halb plus ein halb minus ein halb, also ich kann das addieren oder voneinander abziehen, aber es sind Einheiten von ein halb, da kommt unweigerlich raus, entweder ein halbe oder drei halbe. Ja, ich kann eine halbe nicht zu null kombinieren. Also Teilchen aus drei Quarks müssen einen Spin von entweder ein halbe und drei oder drei halbe haben. Und das Bestechende bei diesem Quark-Modell ist, diese Teilchen gibt es. Es gibt also Teilchen, ähnlich wie das Proton, die meinetwegen aus zwei Ups und einem Down oder zwei Down und einem Up bestehen, nach der Theorie, und die haben den Spin drei halbe. Das ist allerdings ein angeregter Zustand, das heißt, die haben eine größere Masse, aber es gibt sie. Und das ist so ein Punkt. Es gibt tatsächlich drei Quarkteilchen, eine ganze Gruppe, die haben einen Gesamtspin von drei halbe. Und das ist zum Beispiel so eine Idee, weshalb man drauf gekommen ist, dass diese Viecher, also Neutron und Proton, aus drei Quarks und nicht 15 oder zwei bestehen. Ne? Wegen dieses drei halbe. Gut, und dass ein Fermion Spin eine halbe haben sollte, so ein richtiges, das ist so ein allgemeines Agreement. Also ein Spin eine halbe Teilchen, das ist eben ein richtiges Zeichen. Und deswegen meint man so ein Quark, wenn es ein Elementarteilchen sein sollte und so ein Basiszeichen, dann ist es nach allem, was wir wissen, vermutlich ein Spin eine halbe Teilchen. Und nicht Spin 0,25 oder sowas, ja, sondern Spin eine halbe. Ja, und natürlich punktförmig, das ist die Grundannahme hier. Also dass die Quarks, aus denen wir meinen, dass die Proton-Neutronen bestehen. Ja, und das ist das Bild, was man zumindest bis vor einiger Zeit, jetzt gibt es glaube ich ein neues, aber ich finde dieses hier eigentlich besser, was man auf Wikipedia so findet. Also Wikipedia muss man in Vorsicht behandeln, immer dann, wenn es irgendwie politisch relevant wird, dann ist Wikipedia problematisch. Es ist, aber in diesem Bereich der Physik, da wird es also vollkommen unpolitisch, diese Quarks, jedenfalls nach allem, was ich weiß. Stimmt die Information schon ziemlich gut, gibt jedenfalls den ersten Ansatz. Es gibt nicht dieses tiefe Lehrbuchwissen und auch nicht diese Systematik und den didaktischen Aufbau eines wirklichen Lehrbuchs, aber man kann sich da schon mal so ganz grob informieren, was überhaupt die wichtigsten Begriffe sind. Und diese Tabelle hier, das ist eben die Tabelle unserer Elementarteilchen. Und da gibt es hier eben links erstmal die Fermionen mit den drei Familien. Das sind 1, 2, 3 Familien der Fermionen oder Generationen hier genannt. Und die violetten Dinger, das sind die Quarks. Und es gibt eben zu den beiden Basisquarks Upquark mit der Ladung von plus 2 Drittel und Downquark mit der Ladung von minus 1 Drittel gibt es jeweils zwei schwerere Versionen. Das Charmquark und Strangequark aus der zweiten Generation oder Familie und das Topquark und das Bottom Quark aus der dritten Generation oder Familie. Und wenn man jetzt denkt, naja gut, die sind immer um Faktor 10 schwerer oder irgendeinen konstanten Faktor, da muss man leider passen. Ja, es passt überhaupt nicht, weil hier 2,3 MeV, 1,2 Gigaelektronenvolt zum Schaumquark und die schwerere Version vom Downquark ist 95 Megaelektronenvolt statt 4,8 MeV. Also die Massen hauen überhaupt nicht hin. Das ist keine Systematik, außer dass es nach rechts hier bis zur dritten Generation immer schwerer wird. Und das schwerste Elementarteilchen hier ist das Topquark insgesamt von allen Elementarteilchen mit 173 Gigaelektronenvolt Gewicht. Das heißt, die Ruhemasse ist 173 mal die Ruhemasse von Proton oder Neutron. Und das ist dann mal wirklich ein dickes, fettes Elementarteilchen. Hat allerdings eben eine sehr kurze Lebensdauer, weil es in unzählige andere Teilchen zerfallen kann. Ja, also und je mehr Zerfallskanäle vorhanden sind, umso schneller zerfällt so ein Teilchen.
Gut, dann gibt es hier die Bosonen, das sind die Wechselwirkungsteilchen, da reden wir später drüber. Also Up- und Down-Quark, das sind die beiden Grundquarks, die also stabile Teilchen formen können. Das sind aber eigentlich nur Protonen und Neutronen, sonst gibt es keine vernünftigen, stabilen Teilchen. Ja, im Folgenden will ich jetzt ein bisschen näher erklären, was es so für experimentelle Indizien dafür gibt, wenn ich schon die Teilchen nicht selber nachweisen kann, dass es diese Teilchen vielleicht wirklich gibt. Also ist das Realität? So, und das ist eben dieses Standardmodell, Indizien für die Existenz von Quarks. Neutron muss innere Struktur haben, da es ein magnetisches Moment hat. Ja, also magnetisches Moment erfordert nach unseren grundsätzlichen Vorstellungen, also ist so ein magnetischer Dipol, also wie so ein Tafelmagnet, dass da irgendwelche Ladungen rotieren. Sonst ist irgendwie Schluss. Ne? Also ein Kreisstrom oder eine rotierende Ladung. Das heißt, es muss einen Drehimpuls haben, das hat das Neutron, aber auch eine Ladung. Es ist aber neutral. Und deswegen ist das ein Indiz, dass es ein magnetisches Moment hat, dass da drin doch irgendwelche Ladungen rotieren. Und das wären dann eben die Quarks. Die sind ja geladen, zwar nur mit einem Drittel und zwei Drittel, aber immerhin. Damit kann ich also ein magnetisches Moment erzeugen. Und dann haben wir hier ein zweites starkes Indiz. Wir können die innere Struktur eines Protons, Neutrons genauer analysieren, zum Beispiel die Ladungsverteilung, indem wir da Elektronen durchschicken. Damit kann man in Streuexperimenten die innere Ladungsverteilung abtasten. Und da findet sich, und das habe ich eben vorletztes Mal gezeigt, tatsächlich eine Ladungsverteilung für das Proton. Das geht also außen los. Hier wäre das 1 durch R-Potential, das ist also außerhalb des Protons. Aber hier drin habe ich einen Fermi. Da finden wir tatsächlich, dass es hier so eine Delle gibt und da geht es wieder hoch. Es gibt also irgendeine Ladungsverteilung und dass es hier so eine Delle gibt, das deutet darauf hin, dass da vielleicht tatsächlich auch was Negatives da drin ist. Das ist nicht alles positiv geladen. Und das hatte ich ja gesagt, dass es eben, jetzt weiß ich nicht mehr, was war denn was nochmal, das Proton besteht also aus zwei Ups und einem Down-Quark. Und das Down-Quark, das hat diese minus ein Drittel Ladung. Und die rotieren da umeinander in diesem Proton. Und das würde hier diese Delle erzeugen. Das heißt, da rotiert irgendwas Negatives da. Jedenfalls passt das in dieses Bild. Zumindest ist klar, es gibt eine innere merkwürdige Ladungsverteilung. Und die deutet darauf hin, dass da irgendwelche geladenen Objekte da drin sind oder was auch immer. Irgendwas ist da drin. Und beim Neutron, da hatten wir sowieso den Verdacht, dass geladene Teilchen oder irgendwas Geladenes da drin ist. Da zeigt sich das auch sehr stark hier, dass also im Außenbereich negativ ist und ganz im Innern des Neutrons von dieser Kugel haben wir was Positives. Und im Integral gibt es zwar die Ladung 0, aber im Innern haben wir durchaus negativ und positiv geladene Zonen in Abhängigkeit vom Abstand vom Zentrum dieses Neutrons. Sorry. Ja, das ist also eine ganz starke Bestätigung, dass irgendwas drin sein muss. Wir wissen allerdings noch nicht, was und auch nicht, ob es drei Teilchen sind. Ja, okay, aber dann gibt es, das hatte ich schon erwähnt, ich sagte ja, es gibt Zeichen, die bestätigen, dass Hadronen oder bestimmte Teilchen eben aus drei Quarks bestehen. Und drei Quarks kann ich ja entweder zu Spin 1/2, also 1/2, minus 1/2, plus 1/2, gibt plus 1/2, das wären also Up und Down, also Proton und Neutron. Und dann gibt es aber auch drei halbe Teilchen. Das ist so ein Baukastenprinzip. Quarkmodell wurde zunächst aus der Unzahl von Teilchen, die man in Beschleunigerexperimenten entdeckt hat, entwickelt, um diese vielen, vielen Teilchen, viele hunderte von Teilchen, um die auf einfachere Teilchen zurückzuführen. Das war also die Idee. Ähnlich wie im Periodensystem der Elemente, da hat man, 83 stabile chemische Elemente, die kann man zurückführen auf drei einzelne fundamentale Teilchen, Elektron, Proton und Neutron. Und jetzt hat man eben ganz viele Teilchen entdeckt, die sind alle kurzlebig, bis auf die wenigen stabilen Teilchen, also Up, Down, Quark, Down, Elektronen und so weiter, die sind stabil, aber die vielen instabilen Teilchen, die musste man irgendwie sortieren. Und das kann man eben mit drei Quarks plus insgesamt sechs Quarks, damit kann ich das machen. Und das gibt ein Baukastenprinzip. Ja, und da gibt es einige Quark-Regeln, mit denen dieser Baukasten funktioniert. Und zwar Hadronen, das sind diese schweren Teilchen, also wie Protonen und Neutronen, bestehen aus drei Quarks oder drei Antiquarks. Also es gibt auch natürlich Antiquarks, wie beim Elektron, da gibt es auch das Antielektron. Also diese ganze Elementarteilchen-Tabelle von den Fermionen, also auf der linken Seite, diese drei Generationen, da gibt es eben auch überall die Antiteilchen dazu.
bei den Neutrinos ein bisschen schwieriger, aber eigentlich gibt es zu all diesen Fermionen auch die entsprechenden Antifermionen. Okay, also entweder ein Hadron, also Protoneutron zum Beispiel, besteht entweder aus drei Quarks oder aus drei Antiquarks. Dann gibt es Mesonen, das sind Teilchen aus zwei Quarks, die gibt es haufenweise, ja. Die müssen aus Quark-Antiquark-Paaren bestehen und deren Farbe muss auch weiß sein. Also alle Teilchen, die so in der Realität auch nur extrem kurzlebig vorkommen, die müssen immer farbladungsmäßig weiß sein. Das heißt, das Quark-Antiquark-Paar, das muss jetzt nicht up und anti-up sein, sondern es kann auch up und anti-down sein. Sowas ist auch möglich, aber die Farbe muss weiß sein. Das heißt, es ist immer ein Meson, ein Zwei-Quark-Teilchen gepaart aus Farbe plus Antifarbe. Also weiß, nee, nicht weiß, also rot und antirot. Das gibt auch zusammen weiß. Nach dieser, das sind eigentlich Auswahlregeln hier. Also nur die gibt es. Die Spins der Quark koppeln zu einem Gesamtspin mit dem Bahndrehimpuls. Unterschiedliche Spins und Bahndrehimpulse gibt unterschiedliche Teilchen. Das heißt, wir haben eigentlich sowas wie das Wasserstoffatom und da kann das Elektron ja auch in verschiedenen Zuständen sein. Im Grundzustand ist ein S gleich Null Zustand, Bahndrehimpuls ist Null. Und in angeregten Zustand kann der Bahndrehimpuls, also zusätzlich zum Spin, kann der Bahndrehimpuls L gleich 1, 2, 3 und so weiter sein. Und das kann ich mit den Quarks auch machen. Ich kann angeregte Quarkzustände mir überlegen zumindest, ja, dass ich also nicht im Grundzustand, also S gleich 0 Zustand habe, sondern angeregten Zustand. Und jeder dieser Zustände entspricht in unserer Außenwelt, in der realen Welt, einem Teilchen. Kurzlebigen Teilchen, die fallen ja, zerfallen sofort, aber es gibt sie. Und das ist eben was Besonderes hier, das hat man tatsächlich entdeckt. Es gibt unterschiedliche Spins- und Bahndrehimpulse, angeregte Zustände von solchen Quark-Systemen. Und das ist schon was Besonderes. Teilweise sehr, sehr kurzlebig, aber das ist auch eine Bestätigung dafür, dass diese Quark-Idee nicht so falsch sein kann. Ja, dann eine Regel, die elektrische Ladung eines realen Teilchens, was ich im Labor in Form einer Resonanz, ich nehme mal Resonanzen, ja, habe ich erklärt, finde, muss immer ganzzahlig sein. Es gibt in der Natur keine gebrochenzahligen elektrischen Ladungen. Ja, und dann ist man der Meinung, dass das Pauli-Prinzip übergeordnet gelten soll. Was war denn jetzt nochmal das Pauli-Prinzip? Ah, das erkläre ich gleich. Sorry, jetzt kommt erstmal das Baukastensystem. Pauli-Prinzip heißt, dass im Wesen, also ein Nettoeffekt ist, dass die Teilchen Platz beanspruchen können, also nicht am selben Ort sein. Aber in der Quantenmechanik als Wellen, im Wellenbild bedeutet es, dass sich zwei identische Teilchen in mindestens einer Quantenzahl unterscheiden müssen. Das ist das Pauli-Prinzip. Und das ist fundamental für Spin eine halbe Teilchen, also für Fermionen. Und läuft netto darauf, dass sie nicht, dass sie Platz brauchen. Also deswegen kann ich mich hier auf diesem Tisch hier aufstützen. Braucht Platz. Ja, okay. Und das ist das Baukastensystem hier. Ist auch aus Wikipedia, ist schon ein bisschen älter. Ich weiß nicht, ob das noch so gezeichnet wird. Auf Wikipedia wird immer mal ein neues Bild gezeichnet, was dann diese Wikipedia-Community besser findet. Das ist nicht unbedingt die Wissenschafts-Community, sondern die Wikipedia-Community. Aber immerhin, das ist eine ganz nette Sache. Ja, also diese Hadronen, das sind alle Teilchen, die aus Quarks bestehen. Wie gesagt, es gibt ja die Elektronen, da ist kein Quark drin und auch die Neutrinos. Und dann gibt es auch noch die Bosonen, da ist auch kein Quark drin. Also es ist nur eine bestimmte Zahlklasse aller existierenden Teilchen, Hadronen. Und da gibt es links die Zwei-Quark-Teilchen, die bestehen aus Quark- und Antiquark-Paaren. Und dann die Drei-Quark-Teilchen, die aus drei Quarks oder aus drei Antiquarks, das Antiproton zum Beispiel, bestehen. Und diese drei Quark und die Mesonen hier, die können erstmal, die bestehen ja aus zwei Quarks. Ne? Die können also Spin einhalbe Teilchen sind das. Ich kann einhalb minus einhalb machen, kommt null raus. Null raus. Und das wären dann hier diese, welche sind das denn jetzt hier? Pseudoskalare Mesonen. Da ist der Spin zu insgesamt null. Und das sind diese ganzen Teilchen hier. Und diese Kaonen, die hatte ich schon mal erwähnt, das sind die Kaonen, jetzt ein bisschen klein hier oben, das sind die Kaonen, da gibt es geladene und ungeladene, bestehen aus zwei Quarks. Und die neutralen Kaonen haben ja so im Zerfall, sieht man das, so eine Asymmetrie zwischen Materie und Antimaterie. Deswegen, wegen der Suche nach der Antimaterie, hatte ich diese Teilchen schon mal erwähnt hier. Das sind also die, wo der Spin von den beiden Quarks zu Null koppelt. Die haben also von außen gesehen ein Spin Null. Das heißt, sie sind formal gesehen Bosonen. Und die verhalten sich auch wirklich wie Bosonen dann. Sie sind also nicht mehr Fermionen, wenn sie so koppeln, die beiden Quarks. Das sagen wir auch bei Cooper-Paaren in der Supraleitung. Wenn zwei Elektronen im Cooper-Paar zum Spin 0 koppeln, dann gibt es diesen quantenmechanischen Effekt, dass die Stromleitung ohne Widerstand passiert. Supraleitung.
Ja, also man kann Fermionen so koppeln, dass sie sich dann als Gesamtsystem wie Bosonen verhalten. Das ist schon was sehr Spezielles. Das ist hier also der Fall. Dann gibt es hier die Vektormesonen, das sind Spin-1-Zeichen. Und dann gibt es hier noch ein paar speziellere Mesonen. Das führt dann ein bisschen zu weit. Auf die hier unten, J-Phi, oder vielmehr das ein Zeichen, das hat aber zwei Namen, hier ist aber dasselbe Zeichen. Da will ich gleich noch drauf eingehen. Das ist ein Schaum, Antischaum. Quarkpaar hier, das J-Phi-Teilchen. Also zwei Teilchen, ne? Also zu 0 oder zu 1 koppeln. Und dann gibt es hier noch eben unsere Protonen und Neutronen, die müssen auch irgendwo sein. Das ist das Oktett hier, also die koppeln Oktett, also zu oder Dekuplett zu 16 oder 8 Teilchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ne? Da fehlt noch eins. 4 plus 3, nee, da fehlt eins. Ja, also ist jedenfalls ein Oktett. Ach, hier steht's. Der Gesamtimpuls ist eine halbe und hier koppeln sie zu 3 halbe Teilchen. Okay, das sind die 3 Quarkteilchen. Und mit diesem Baukastensystem, das auf der Annahme basiert, dass all diese Teilchen aus diesen Quarks bestehen, aus den 6 Quarks, kann ich alle gefundenen Teilchen erklären. Zum Beispiel, und das ist ein ganz wichtiges Indiz, wo sogar ich, der ich ja immer ein bisschen skeptisch all diesen Erkenntnissen und Standardmodellen gegenüberstehe, wobei die Skepsis wird ja heute immer so ein bisschen negativ betrachtet, wenn jemand so Skeptiker ist, ne? Aber die Skepsis, dass man nicht alles glaubt, sondern kritisch hinterfragt, das ist die Wurzel, die Basis der Naturwissenschaft. Das Gravitationsgesetz von Newton, ist das wirklich alles, was man über die Gravitation aussagen kann? Haben wir da jetzt alles verstanden mit dieser Formel von Newton? Oder ist es vielleicht so, dass wir die allgemeine Relativitätstheorie brauchen als eine wirkliche Erklärung für die Gravitation? Also ich glaube, Einstein war auch ein großer Skeptiker. Sonst hätte er das, was er in der Schule oder im Studium gelernt hat, einfach geglaubt und hätte im Leben nicht die allgemeine Relativitätstheorie oder ja, die spezielle oder die allgemeine Relativitätstheorie entdeckt. Also Skepsis ist eigentlich was, so ähnlich wie so ein Kriminalist, der nach dem Täter sucht und dann jemanden verurteilt und dann nochmal hinterfragt, ja, reichen denn die Indizien wirklich aus, dass der Hans oder der Bernd oder der Gerd, dass die jetzt der Mörder sind. Ich hoffe, jetzt habe ich niemanden. Ja, also irgendein Mensch, der Mörder oder der Täter ist, sondern ich muss noch mal kritisch hinterfragen. Es könnte falsch sein, auch wenn die Indizien darauf hindeuten. Ja, und für die Quarks haben wir eben nur Indizienbeweise. Es gibt kein Quark, was hier auf dem Tisch, was ich hier hinlegen kann. Okay, und jetzt kommt ein ganz wichtiges Indiz, jedenfalls aus meiner Sicht hier. Und zwar ist das die Tabelle der existierenden Baryonen mit Spin 3 halbe. Hatte ich ja gesagt, diese 3 Teilchen, 3 Quarks können entweder zu 1 halbe koppeln, das wären dann die Protonen und Neutronen, oder wenn die 3 Spins parallel stehen, zu einem 3 halbe Teilchen. Und da gibt es hier diese 3 Delta-Baryonen, so heißen die in dieser Tabelle. Das ist ja wieder so eine Wikipedia-Tabelle, ja, da gibt es, die geht, also Gott weiß wie weit, ich weiß gar nicht, wie viele von diesen Viechern es gibt, aber das sind die 4 leichtesten und sie bestehen aus den Grundquarks, also das sind auch die leichtesten Quarks, die anderen sind ja zu höheren Generationen. Also das sind 3 Quarkteilchen, also aus 3 Quarks und sie bestehen, so wie das Proton und Neutron, auch nur aus Up- und Down-Quarks, sind also deswegen die leichtesten Teilchen aus 3 Quarks, zusammen mit Protonen und Neutronen. Und sie bestehen hier zum Beispiel aus 3 Downs, 3 Ups oder 2 Ups und einem Down und einem Up und 2 Down. Aber das ist genau andersrum wie Proton und Neutron. Also in dieser Systematik hier müssten Proton und Neutron eigentlich auch noch, die dürfen nicht auftauchen, weil die sind ja 1 halbe Teilchen. Das sind nur die 3 halbe Teilchen. So, und hier stehen also alle 3 Spins parallel, alle 3 Downs im Parallelspin 1 halbe, alle 3 Ups und so weiter. So, das Besondere ist jetzt, da gehe ich mal auf die nächste Tabelle, hier habe ich das nochmal rauskopiert aus dieser viel größeren Tabelle, viel umfangreicheren Tabelle. Diese 4 Delta-Baryonen, hier mit diesem Delta-Zeichen, die haben genau die gleiche Masse. Das ist also die sogenannte Ruhemasse, im Englischen Rest Mass. Und die haben 1,232 und so weiter Megaelektronenvolt. Die sind genau gleich schwer.
Und das Verblüffende ist, sie haben eine ganz unterschiedliche elektrische Ladung. Ja, wir haben vier verschiedene Teilchen, alle gleich schwer, und vier verschiedene Ladungszustände. Ja, welche Ladungszustände gibt es denn da im Angebot? Da gibt es also Angebot plus 1, minus 1 und 0, das wären 3. Was ist denn das vierte? Ja, das vierte ist bei 3 Quarks. Und deswegen brauchen wir diese 3 Quarks. Das eine Quark hatte ja die Ladung plus 2/3. So, und wenn ich 2 von diesen Quarks da drin habe, das wären also 2 Up-Quarks, diese hier, und nur ein Down-Quark, dann komme ich auf die Ladung, nein, wo ist sie, Moment, hier. Wenn ich hier 3 Up-Quarks, also mit dem plus 2/3 addiere, dann komme ich auf plus 6/3, also 2. Das heißt, es gibt ein Delta-Teilchen hier mit der Ladung 2 mal plus. Es gibt aber kein Delta-Teilchen mit der Ladung 2 mal minus. Und das bezeichnet schon, also das zeigt, dass diese Annahme, es gibt also ein Quark mit plus 2/3 und ein Quark mit minus 1/3, zumindest in der ersten Generation, dass die richtig ist. So eine Asymmetrie in der elektrischen Ladung, in dieser komischen, gedrittelten elektrischen Ladung. Und das brauchen wir eben, um die Existenz dieser 3 Delta-Hadronen, oder ja, Delta-Hadronen, Baryonen heißen die, nicht Hadronen, ja. Da ist irgendwie ein Druckfehler hier oben drin, dass ich die Existenz dieser 4 Delta-Teilchen hier erklären kann. Sonst gibt es nämlich noch ein fünftes mit minus 2, gibt es aber nicht. Und das passt sehr schön. Das kann ich also mit diesen 3 Quarks, mit der Annahme, dass sie aus den 3 Grundquarks bestehen, sehr schön erklären. Das ist also ein Indiz. Ich kann die Vielfalt der Teilchen, und das sind ja nur 4 aus dieser großen Vielfalt, die kann ich erklären mit dem Quark-Modell. Und das ist ein konkretes Beispiel einer Erklärung. Gut, das geht aber weiter. Zum Beispiel hier dieses Baryon-Oktett, da habe ich das mal gezeigt. Hier haben wir Neutron und Proton. Und das hier ist eben das Oktett. Das sind jetzt 8 Teilchen, hoffentlich 6 Teilchen. Momentchen mal, da muss ich mal eben anhalten. Es sind 8 Teilchen, weil hier gibt es noch 2 in der Mitte. Und das ist angeordnet nach verschiedenen Quantenzahlen. Das ist die Strangeness, also wie viel, Strangeness-Quantenzahl. Hier haben wir die elektrische Ladung, die geht so diagonal, minus 1, neutral, plus 1. Und dann, das sind die Möglichkeit, sowas hier anzuordnen. Und hier haben wir Neutron und Proton. Und das sind nur die J1/2 Teilchen in diesem Oktett mit diesen beiden Dingern hier in der Mitte. Also das kann ich so anordnen. Und die bestehen eben aus den 3 Quarks, also aus 3 Quarks aus dieser Auswahl von 6 Quarks, die ich zu dem Gesamtspin von 1/2 kopple. Und dann gibt es ein Dekaplett, da kann ich die so anordnen hier, da ist wieder die Strangeness-Quantenzahl, was das für Quantenzahlen sind, die Strangeness zum Beispiel, das möchte ich jetzt nicht näher erläutern, das führt ein bisschen zu weit, die Quantenzahlen der Elementarteilchenphysik im vollen Umfang in so einer kurzen Vorlesung zu erklären, das führt zu weit. Aber hier kann ich die noch nach der Ladung sortieren und da gibt es eben die Ladung plus 2 hier für dieses Delta plus plus Teilchen. Das ist ja dann mal das Einzige, weil es aus 3 Up-Quarks besteht. Das ist eben nur ein Teilchen. Die anderen Teilchen, da kann ich unterschiedliche Kombinationen machen hier. Und ich kann eben die Vielfalt der Teilchen, also jeder dieser griechischen Großbuchstaben hier ist ein Teilchen plus eben in der Mitte, das kann ich eben sehr schön hier erklären mit diesem Quark-Modell. Und hier sehe ich dann auch die entsprechenden Massen in Megaelektronenvolt. Also das ist ein Versuch, kurz die Idee des Baukastens des Quark- oder Quark-Standardmodells zu vermitteln, mit dem man die Vielfalt der gefundenen Teilchen, also nicht Elementarteilchen, sondern es sind eben Teilchen, die Vielfalt dieser Teilchen mit diesem Baukastenprinzip, mit den Quark-Kombinationsregeln, also Farbe muss neutral sein, die Spins koppeln aus Spin 1/2 plus eventuellen Bahndrehimpuls, den ich noch einbauen kann und die elektrische Ladung muss immer ganzzahlig sein. Und so kann ich diese Quarks zusammenbauen zu allen möglichen Teilchen und all diese möglichen Teilchen sind auch tatsächlich im Experiment gefunden worden. Das heißt, das Quark-Modell oder Quark-Modell, das hat dann Vorhersagen gemacht und die haben gesagt, ja, guck doch mal, ob er nicht da noch ein Teilchen fehlt, das findet, das muss es auch geben und das wurde gefunden. Und wenn eine Theorie oder ein Modell Vorhersagen macht, die richtig sind, guck doch mal da muss es noch sowas geben, dann ist das schon sehr beeindruckend. Dann muss was an diesem Modell, an dieser Modellvorstellung dran sein. Gut, ja, dann gibt es hier noch diese Liste der Mesonen.
Und zwar, das sind eben Zeichen, die aus zwei Quarks bestehen. Und da kann man es zu Spin 0 oder zu Spin 1 kombinieren. Da kommen dann also formal gesehen zumindest diese Bosonen raus. Und das ist hier die Liste der Mesonen, wo die beiden Spins der beiden beteiligten Quarks, Quark, Antiquark, Bar, zu 0 koppeln. Und hier ist auch irgendwo immer der Quarkaufbau gezeigt. Also hier zum Beispiel haben wir das Pion mit der Ladung. Muss ich mal hier gucken, kann ich es ein bisschen besser sehen. Das Pi-Plus-Zeichen ist ein relativ, ja, einigermaßen gut untersuchtes, positiv geladenes Zwei-Quark-Teilchen. Das besteht aus einem Up- und einem Anti-Down-Quark. Und dann gibt es ja auch Linearkombinationen von verschiedenen Quarks. Das sind hier, da wird es ein bisschen kompliziert, ist ähnlich wie bei den Neutrinos. Ich kann also Teilchen, wenn ich einen Eigenzustand der Masse erzeuge im Labor und der Massenoperator vertauscht nicht mit dem Quark-Eigenzustandsoperator, genauso wie beim Flavor-Operator oder Neutrinos, dann besteht der Teilchenstrahl aus Quarks oder Quark-Kombinationen, aus Linearkombinationen von Quarks. Ist also kein Eigenzustand. Das ist wieder so ein quantenmechanisches Phänomen, was wir uns so mit normaler Anschauung nicht wirklich vorstellen können. Aber deswegen steht hier eine Formel U. Also bei diesem Pion hier, das ist ein neutrales Pion, das besteht aus der Linearkombination eines Up-Anti-Up-Quark-Teilchens minus ein Down-Anti-Down-Quark-Teilchen geteilt durch Wurzel 2. Also geteilt durch Wurzel 2, damit es normiert ist, das ist der Normierungsfaktor, muss ja ein Teilchen rauskommen. Und das ist eine Linearkombination aus zwei verschiedenen Quark-Anti-Quark-Paaren. Ja, so muss man das erklären. Und hier gibt es dann aber zum Beispiel bei diesen Eta-Meson hier oder Eta-Strich-Meson, das brauchen wir dann nochmal, glaube ich. Oder wo, doch, hier brauchen wir, hier haben wir unser Kaon, aber dieses Eta-Strich-Meson hier, das besteht, wo hatte ich es denn jetzt gerade? Moment mal. Ah, hier, dieses Eta-Meson mit Charm-Quarks ist ein Charm-Anti-Charm-Quark-Teilchen. Das ist keine Linearkombination. Und da kommt eben diese Quantenmechanik ins Spiel, dass hier in der Quark-Zusammensetzungsspalte teilweise Linearkombinationen stehen. Gut, ja, das kann man dann gar nicht mehr anschaulich verstehen, da braucht man die Quantenmechanik. Aber wenn man sich ein bisschen mit Quantenmechanik beschäftigt hat, dann hat man zumindest eine Idee davon, was das wohl bedeuten könnte. Und ich hatte es bei den Neutrino-Oszillationen schon mal versucht zu erklären. Es geht um Wahrscheinlichkeiten und um Eigenzustände in der Quantenmechanik. Gut, aber all das sind eben Resonanzen, die man im Labor, in solchen Experimenten tatsächlich gefunden hat. Also das, Liste der Mesonen mit Spin 0 und dann gibt es da noch eine mit Spin 1. Und auch hier kann ich das eben nach dem Baukastenmodell sehr schön erklären, welche Viecher ich habe. Ich hatte es schon gesagt, Mesonen, die sind dann eben leichter als diese drei Quark-Teilchen. Die müssen immer aus einem Quark-Antiquark-Paar bestehen. Und Antiquark, das ist immer dieser horizontale Strich über einem Teilchen. Das hier ist also ein Anti-Strange-Quark, Up-Quark-Kombination, Anti-Strange-Quark, Down-Quark-Kombination und so weiter. Ich kann die hier eben auch wieder in einer geometrischen Figur anordnen und ich habe hier als Parameter die Strangeness, ich habe hier die Ladung als Parameter und komme dann auf so eine schöne sechseckige Struktur. Also mögliche Zwei-Quark-Kombinationen aus Up, Down und Strange-Quarks sind also nicht alle Quarks, es gibt noch mehr, aber mit diesen drei Quarks kann ich eben diese Teilchen alle erklären mit dem Spin 0, die also die beiden Spins sich voneinander subtrahieren zu 0. Und da kommen die Kaonen und die Pionen, bekannte Elementarteilchen, kurzlebig natürlich, aber gut untersucht, die kommen dabei heraus. Und hier gibt es drei Quantenzahlen, die Q ist die Ladung, kann man als Quantenzahl bezeichnen, ist also die elektrische Ladung. Dann die Strangeness, das ist eigentlich die Anzahl von Strange Quarks da drin, also wenn ein Strange Quark drin ist, dann ist plus 1 und ein Anti-Strange Quark wäre minus 1. Und dann gibt es noch den Isospin. Der Isospin ist eine Quantenzahl aus der normalen Kernphysik, aber auch diese Thematik, was der Isospin ist, eine Quantenzahl, die ist ein bisschen sehr abstrakt, das übersteigt ein bisschen den Bereich hier, von dem, den ich in dieser zwei Stunden pro Woche Vorlesung abdecken kann. Aber die wichtige Information ist hier, dass ich mit solchen Systematiken hier, mit der Annahme, es gibt diese sechs Quarks und hier haben wir eben nur drei Quarks verwendet, die anderen sind schwerer, also noch höher angeregte Zustände oder noch kurzlebigere Teilchen. Mit diesen drei
Quarks kann ich eben schon eine Vielzahl von Elementarteilchen, in diesem Fall Mesonen, die wir gefunden haben, tatsächlich erklären. Also das ein wichtiger Hinweis, eine Säule neben dieser anderen Säule, dass Proton und Neutron aus irgendwas bestehen müssen, ja. Diese Säule, dass ich mit dieser Annahme, es gibt diese 6 grundsätzlichen Quarks und davon wiederum 2 stabile Quarks, dass ich damit eben alle Teilchen tatsächlich erklären kann. Gut, haben wir das. Also, wichtig, Quarkmodell aus zunächst als Teilchensystematik entwickelt, das ist dieses Baukastenprinzip. Und dann gibt es 4 Delta-Baryonen mit gleicher Masse, das habe ich hier extra nochmal in dieser Übersicht hier aufgeschrieben, weil ich das doch bestechend finde, diese genau gleich schweren 3 Quarkteilchen aus diesen Up- und Down-Quarks, aus den Grundquarks, die in 4 verschiedenen Ladungszuständen vorkommen. Und dann gibt es noch einen weiteren, also gibt noch mehr Hinweise, ich kann nur begrenzt viele hier so aufzählen, die mir persönlich wichtig erscheinen, gibt es noch ein weiteres wichtiges Indiz. Man will ja reingucken in Protonen und Neutronen, woraus bestehen die denn? Und wenn man jetzt ordentlich draufhaut, dann hat man gedacht, dann fliegt das ja vielleicht in 3 Teile auseinander. Das tut es aber nicht. Und zwar, weil es einzelne Quarks in der Natur nicht gibt. Die kommen einfach nicht vor. Das macht aber was anderes. Es zerfällt schon in irgendwas mit 3, ja, aber nicht in Quarks. Also, wenn man draufhaut, also ich will wissen, was in meinem Sparschwein drin ist, dann zerkloppe ich das und dann ist Geld drin. Und das machen wir jetzt mit Protonen und Neutronen auch. Und dann nennt das dann tief inelastische Stöße. Da geht es eben kaputt, ne? Aus Anhadronen. Ja, in Hochenergiestößen wechselwirkt das einschlagende Teilchen nur mit einem Baustein des Protons. Also das ist das Bild, wir haben das Proton aus diesen Quarks und jetzt haben wir so ein hochenergetisches Viech, dessen De Broglie-Wellenlänge so kurz ist, dass es eigentlich nur mit einem Quark wechselwirkt. Und dann haben wir einen Stoß zwischen einem Quark und einem Hochenergiepartikel und da muss irgendwas dabei rauskommen. Also wie gesagt, man kann das Quark nicht rauskicken. Das liegt am Confinement, das ist ein Teil des Standardmodells, was das ist, das erkläre ich dann noch. Also die Erklärung, warum wir keine einzelnen Quarks beobachten können. Aber man hat zumindest mal versucht, ein einzelnes Quark aus dem Proton rauszuschießen. Ja. Und was dabei rausgekommen ist, zeigt zum Beispiel dieses Bild hier. Da unten ist leider hier nicht so gut sichtbar, aber auf dem PDF sieht man das, dann ist der Link angegeben hier, das ist von der Max-Planck-Gesellschaft. Ein Bild hier, wir sehen hier ein Proton und da schießen die ein künstlich erzeugtes hochenergetisches Neutrino auf ein Proton, also das ist der Atomkern eines Wasserstoffatoms. Es entsteht ein Myon und 6 geladene Hadronen. Und 6, ja, das hat irgendwas mit 3 zu tun. Ja. Man sieht hier zum Beispiel, also man sieht hier einen Strahl von 3 Strahlen, die so nach rechts abbiegen. Also 1, 2, 3. Und da müsste noch irgendwo ein Myon sein. Das ist dieses Zeichen. Das ist ein leichtes Zeichen. Das macht in diesem Magnetfeld, was hier angelegt ist, eben eine engere Bahn. Und dann gibt es noch einen zweiten Strahl. Diesen hier, den sieht man auch nicht so gut. Auch, also zumindest hier unten sieht man es, es sind 3 Teilchen, die hier in dieser Nebelkammer so eine Teilchenspur machen. Es gibt also 2 jeweils als Dreiergruppe emittierte Hadronenstrahlen. Und jetzt, man kann genau herausfinden, was das für Viecher sind. Und das kann man eben auch sehr schön erklären, diese tief inelastischen Stöße und deren Kaskaden, in denen sie zerfallen, mit der Annahme, dass tatsächlich da 3 Quarks in so einem Proton drin sind. Also die tief inelastischen Stöße, das sind eben Stoßexperimente, deren Analyse dann also relativ komplex ist, aber das ist hier ein Bild, wo man wenigstens was ansatzweise mit 3 findet, wie diese 3 Strahlen hier, wo wir also tatsächlich dann echte Hinweise gefunden haben, dass wirklich da drin diese Quarks sind. Ja, die kommen allerdings eben dummerweise als einzelne Teilchen nicht raus, wohl aber als Kaskaden von Zerfallsprodukten mit dem Zwischenprodukt eines Quarks. Ja, also diese tief inelastischen Stöße hier an Hadronen, die sind ein wichtiges Indiz dafür, dass die Protonen, Neutronen und andere Teilchen eben tatsächlich aus Quarks bestehen. Und jetzt kommt noch mal ein weiteres Indiz hier, Teilchen, die angeregten Quarkzuständen entsprechen. Und da muss ich sagen, dass man das gefunden hat, das hat sogar mich als Quark-Skeptiker
so ein bisschen überzeugt. Ja. Es gibt tatsächlich Teilchen, also die meinetwegen, also das sind glaube ich zwei Quark-Teilchen, kommt gleich, erkläre ich näher. Also die bestehen aus einem Quark-Antiquark-Paar und die haben einen Grundzustand, also wie das Wasserstoffatom oder sagen wir Positronium. Also ein Gebilde aus einem Elektron und einem Positron, das ist ja sowas wie ein Wasserstoffatom, nur dass der Atomkern nicht ein Proton ist, sondern ein Positron. Und bevor die über Vernichtungsstrahlung zerfallen, bilden sie ja eine Weile sowas wie ein echtes Wasserstoffatom, nur sehr viel leichter, weil die positive Ladung ist ja auch nur eben sehr, sehr klein, ist eben Positron. So, und das Positronium, also ein Gebilde aus einem Elektron und einem Positron, gebunden, hat verschiedene Zustände. Ja? Das hat also genauso spektrale Zustände wie das Wasserstoffatom. Ne? Das kann also im angeregten Zustand sein. Und Teilchen, die aus Quark-Antiquark-Teilchenpaaren bestehen, die könnten ja auch angeregte Zustände haben. Das heißt, wir haben zwei spinneinhalbe Teilchen, die beiden Quarks, und die könnten ja, müssen ja nicht im Grundzustand gebunden sein, sondern höher angeregter Zustand. War so eine Idee. Ja, kann sein, dass diese angeregten Zustände aber extrem kurzlebig sind, weil die anziehende Kraft, die wirkliche starke Wechselwirkung so ungeheuer stark ist. Und bei bestimmten Teilchen hat man aber trotzdem die passenden angeregten Zustände gefunden. Das ist dann auch wieder ein Teilchen. Aber ein Teilchen, was schwerer ist als das dazugehörige Grundzustandsteilchen, aber es passt in das Schema der Quantenmechanik als angeregter Zustand hinein. Ja, und das ist dieses schon erwähnte J-Phi-Teilchen hier, J-Phi-Meson. Das ist ein Charme, das sind jetzt die Liste der Mesonen mit Spin 1, also gerade hatten Spin 0, jetzt Spin 1. Und hier gibt es also das J-Phi-Teilchen, das ist der Name, J-Schrägstrich und dann dieses griechische Symbol hier. Und das ist ein Charme-Anti-Charme-Quark-Paar. Und da gibt es angeregte Zustände dazu. Und zwar hat man die wie folgt gefunden, also da gibt es auch eine Wikipedia-Seite, ob es die noch gibt, die verändern sich ja gerne mal, weiß ich nicht, die ist jetzt schon 2 Jahre alt. Das J-Phi-Teilchen, ich lese das mal vor, was hier in Wikipedia steht, ist ein Hadron, genauer ein Meson, also ein Zwei-Quark-Teilchen. Es besteht aus einem Charme-Quark und einem Anti-Charme-Quark. Man nennt das dann ein Charmonium, analog zum Positronium, also einem atomähnlichen Gebilde aus Positron und Elektron. Also seine Flavor-Quantenzahlen sind daher 0, Teilchen und Antiteilchen. Das J-Phi ist das langlebigste und zuerst entdeckte Charmonium. Es hat eine Masse von 3 Gigaelektronenvolt und eine Resonanzbreite von 93 Kiloelektronenvolt. Giloelektronenvolt. Dazwischen ist noch Megaelektronenvolt, also so 3 Gigaelektronenvolt oder 3000 Megaelektronenvolt. Das heißt, es ist extrem langlebig. Das ist eine ganz schmale Resonanz. Man muss bei diesen Experimenten, wo man diese Teilchen erzeugt durch Stöße von Elektronen, Positronen oder sowas, da muss man sehr genau mit der Energie hinschauen, dass man so eine schmale Resonanz überhaupt findet. 93,4 Kiloelektronenvolt. Das entspricht einer Lebensdauer von 10 hoch minus 20 Sekunden. Das ist jetzt nicht gerade lange, ne? 10 hoch minus 20 Sekunden, aber für diese Elementarteilchen-Leute ist das ja schon ganz lange. Und da gibt es irgendwelche Quantenzahlen. Ja, und dann steht hier irgendwas über den Zerfall und die ganzen Auswahlregeln, die dazugehören. Und das erklärt zum Beispiel erstmal, warum das so langlebig ist. Aber der Witz ist, der kommt auf der nächsten Folie, es gibt zu diesem Teilchen Charmonium, also Charme, Anti-Charme, Quark, gibt es angeregte Zustände. Also genauso wie beim Wasserstoffatom. Und zwar sind das diese Resonanzen hier. Resonanz im Wirkungsquerschnitt von Positron-Elektron-Reaktionen bei 3095 Megaelektronenvolt. Das ist hier so eine Messung dargestellt. Ja. Und das neue Teilchen hier nennt sich Phi oder eben Schrägstrich J, weil zwei verschiedene Gruppen es gleichzeitig entdeckt haben. Ich glaube, das war die Erklärung für diesen komischen Namen. Die eine Gruppe hat das J-Teilchen, Groß J genannt, und die andere Gruppe Phi-Teilchen. Und dann hat die Community so einen Kompromiss genommen, das ist ein J-Phi-Teilchen. Hier heißt es jetzt einfach bloß Phi-Teilchen. Also bei 3095 Megaelektronenvolt, das sind die Messdaten dieser Stoßreaktion. Also mit 3 Gigaelektronenvolt im Center of Mass-System müssen die Elektronen auf die Positronen geschossen werden. Und wenn die Energie genau passt, beziehungsweise wenn ich die hier so durchkurbel, die wird die Energie durchgekurbelt, das sind 3, 4, 5 Gigaelektronenvolt,
dann gibt es hier eine Resonanz. Die sehe ich aber gar nicht, weil die Messpunkte zu weit auseinander sind. Das heißt, der Experimentator hat die Energieskala zu grob variiert und ist einfach über die Resonanz drüber gesprungen. Da hat er sie gar nicht entdeckt. Aber wenn man genauer hinguckt, dann hat hier irgendjemand anders mal genauer geguckt. 3,088, 3,096, 3,104 Gigaelektronenvolt. Da sieht man hier sehr schön diese Resonanz. Und ich sagte ja schon, also ich habe es versucht zu erklären, Resonanzen sind Teilchen. So, und dann gibt es aber noch zwei weitere Resonanzen. Hier nehme ich ein Phi-Strich-Teilchen und ein Phi-Doppelstrich-Teilchen. Und das sind angeregte Zustände. Also zunächst mal also dieses Teilchen hier, wo der rote Strich ist, neues Quark, und man interpretiert es im Standardmodell der Elementarteilchenphysik als Charm, Anti-Charm, Quark-Paar. Dieses Quark-Ding hier hat die Ladung 2/3, aber das Teilchen ist natürlich, dass dasselbe Anti-Quark ist, dann ungeladen. Ja, also hier haben wir es nochmal. Und starke Unterstützung für das Quarkmodell, also nach meiner Einschätzung. Es gibt einen angeregten Zustand dieses Teilchen. Weitere Resonanz bei 3,7 Gigaelektronenvolt. Grundzustand für dieses Teilchen war 3,0 irgendwas Gigaelektronenvolt. Es gibt aber noch eine weitere Resonanz bei 3,7 Gigaelektronenvolt. Das Besondere ist, diese Resonanz zerfällt über Pi plus plus Pi minus plus das Phi-Teilchen. Und deswegen nennt man das Phi-Strich. Das zerfällt also in diesen Grundzustand, in das Phi-Teilchen, was dann seinerseits weiter zerfällt. Also die Teilchen sind alle nicht stabil, außer Proton und Neutron. Das Phi-Teilchen besteht aus einem Charm-Anti-Charm-Quark, Anti-Charm-Quark-Paar und wird analog zum Positronium-Charmonium genannt. Und die Leute waren eben begeistert, weil das dieses Quark-Modell des Baukastensystems noch dadurch ergänzt, dass es dann angeregte Zustände gibt von diesen Quarks. Und das ist das ganze Termschema hier für diese Erklärung. Rechts also dieses Quark. Ja, Anregungsschema für die Charm-Quarks, also Quark-Anti-Quark-Paare, also nur für das System C-C quer. Und hier analog Positronium. Ja, also Positronium, das System aus Elektronen und Positronen. Das Positron übernimmt die Rolle des Protons im Wasserstoffatom. Und da haben wir hier die aus der Quantenmechanik bekannten Zustände. Und hier haben wir jetzt eben die Zustände, die man berechnen kann im Quark-Modell für dieses Quark-Anti-Quark-Paar aus dem Charm-Quark. Da gibt es einen echten Grundzustand, der ist allerdings aus den Auswahlregeln in diesen Stößen von Elektronen und Protonen, also so wie ich die Teilchen präpariere, nicht erreichbar. Wohl aber dieses Phi-Teilchen, das Phi-Strich-Teilchen, und hier gibt es sogar noch ein Phi-Doppelstrich-Teilchen. Das sind alles Resonanzen. Ich gehe nochmal zurück in die Messung. Und hier haben wir das Phi-Strich-Teilchen und hier ein bisschen kleiner das Phi-Doppelstrich-Teilchen. Das sind diese Resonanzen hier. Und das sind drei Resonanzen im Wirkungsquerschnitt, die ich auch über die Analyse der Zerfallsprodukte aus diesen Resonanzen eben diesen drei Teilchen bzw. drei Zuständen eines Charm-Anti-Charm-Quark-Paares zuordnen kann. Und das ist eine gute Bestätigung für diese Idee, dass die Teilchen wirklich aus Quarks bestehen. Ja, jetzt gehen wir mal weiter. Es gibt allerdings auch Probleme bei dieser Sache hier. Also das ist das, was ich alles durchgesprochen habe als Übersicht hier. Jetzt gerade haben wir durchgesprochen, Teilchen, die angeregten Quarkzuständen entsprechen, haben wir gefunden. Probleme mit dem Pauli-Prinzip. Einführung einer zusätzlichen Quantenzahl und das ist die Farbladung. Und zwar folgende Probleme mit dem Pauli-Prinzip. Zunächst mal, was ist das Pauli-Prinzip überhaupt? Das ist Teil der Quantenmechanik-Vorlesung viertes Semester bei uns im Physikstudium. Und alle Fermionen, das sind Teilchen mit halbzahligen Spin. Also es definiert ein Fermion. Es hat ein Spin, ein halbe. So, fertig. Keine andere Eigenschaft. Sondern halbzahlig. Es kann auch drei halbe sein, aber vorzugsweise im Grundzustand typischerweise ein halbe für Elementarteilchen. Beispiele, alle Leptonen und Quarks. Und sie benötigen Platz, wie ich es immer anschaulich so verwende, wegen des Pauli-Prinzips. Und da habe ich auch mal, das ist eine mathematische Erklärung, das hat was mit der Vertauschbarkeit oder Nichtvertauschbarkeit der Teilchen zu tun.
bei identischen Teilchen, da ist eine ganze Statistik dahinter, also jede Menge Theorie, habe ich ja versucht, das mal zu erklären über so einen anschaulichen Ansatz. Und zwar kann man sich vorstellen, dass ein Teilchen eigentlich sowas wie eine stehende Welle ist, insbesondere im Festkörper oder so. Und eine stehende Welle, wenn man zwei Wellen hat, die können ja auch miteinander interferieren. Zum Beispiel können sie destruktiv interferieren oder konstruktiv interferieren. Und wenn zwei Teilchen destruktiv interferieren, dann sind sie weg. Und das bedeutet, da wäre das ein Verstoß gegen die Energieerhaltung. Wenn sie also destruktiv interferieren würden, dann können sie sich nicht nahe kommen. Und das kann man über so ein, ja, da muss man ein bisschen länger so eine Ableitung machen, das mache ich in der Quantenmechanik-Vorlesung, dieser Versuch einer anschaulichen Erklärung des Pauli-Prinzips, daraus kann man folgern, dass sich zwei Teilchen, die im Prinzip destruktiv interferieren würden, sich nicht zu nahe kommen dürfen, wegen des übergeordneten Naturgesetzes der Energieerhaltung. Anschauliche Erklärung über Wellencharakter der Materie, Vermeidung von destruktiver Interferenz. Also die drehen sich um sich selber, das sind eigentlich stehende Wellen, also rotierende Wellen, aber sie dürfen sich nicht nahe kommen, weil sie eine destruktive Interferenz bei Spin 1 halbe zeigen. Bei Spin 1 ist es eine konstruktive Interferenz und dann können sie ineinander versinken, sich überlagern und man kriegt die doppelte Amplitude und dann ist es kein Problem, gegenüber der Energieerhaltung, dass die beiden Teilchen denselben Platz einnehmen, also sich zu nahe kommen. Boson, ganzzahliger Spin, vorzugsweise Null. Beispiele Photon, Gluon und dann die Austauschteilchen der starken Wechselwirkung. Benötigen keinen Platz, gegenseitige Durchdringung, Interferenz, offenbar immer konstruktiv. Jetzt muss man sich überlegen, warum ein Spin eine halbe bei der Rotation zu destruktiver Interferenz und Spin 1 zu konstruktiver Interferenz führt. Aber das führt hier in der Kernphysik-Vorlesung zu weit. Das ist der Versuch einer anschaulichen Erklärung dieses quantenmechanischen Wellenphänomens. Jedenfalls brauchen Fermionen Platz. Und es ging ums Pauli-Prinzip. Und wir haben mit dem Quark-Modell ein Problem mit dem Pauli-Prinzip. Denn es sagt aus, dass sich bei Fermionen der Zustand von identischen Teilchen in mindestens einer Quantenzahl unterscheiden muss. Und deswegen passen in den Grundzustand des Wasserstoffatoms eben nur zwei Elektronen rein, also oder Helium. Also ja, Wasserstoffatom hat sowieso bloß ein Elektron, weil es eben einfach geladen ist, aber also der Atomkern. Aber nehmen wir mal Lithium. Lithium hat eine Kernladung 3 und 3 Elektronen. Und der 1s-Zustand, der Grundzustand für diese Elektronen, da passen eben nur 2 rein und die sind im 1s-Zustand. Und das dritte Elektron, das geht dann in den 2s-Zustand, der ist weiter draußen, also es ist schlechter gebunden. Und deswegen ist Lithium ein Alkaliatom mit einem Leuchtelektron, das zusätzliche Elektron, das dritte, das passt eben unten nicht rein. Das ist eben lockerer gebunden. Das ist eine Folge des Pauli-Prinzips. Und in den Grundzustand passen 2 Elektronen rein, weil sie mit Spin-up und Spin-down, also die Spins, Spin-anhalbe, können ja nach oben oder nach unten stehen. Das sind die beiden Möglichkeiten. Und dann unterscheiden sich 2 Elektronen im gleichen Orbital in dieser einen Quantenzahl im Spin. Ja, also das ganze Periodensystem kann ich nicht ohne das Pauli-Prinzip verstehen. Ja, okay, also immer diese Versuche, etwas anschaulich zu erklären. Jedenfalls gibt es hier bei diesen Baryonen, bei den Delta-Baryonen zum Beispiel, also nur ein Beispiel, ein Problem mit dem Pauli-Prinzip. Und zwar sind diese drei Baryonen hier, drei Quarks bei diesen Delta-Baryonen, die sind alle im selben Zustand, im Grundzustand. Das ist zumindest die Idee von diesem, wenn es ein angeregter Zustand wäre, müsste die Masse höher sein. Und zwei Teilchen, zwei identische Teilchen, zwei Down-Quarks oder zwei Up-Quarks, wie bei diesen beiden Baryonen hier, die können ja im Grundzustand sein, das ist gar kein Problem. Die koppeln dann eben zu Null. Und dann gibt es dieses dritte Teilchen hier, das ist ja nicht identisch, das ist dann Down-Quark. Aber trotzdem, die koppeln ja zu Spin 3 halbe. Also selbst bei diesen beiden hier haben wir eigentlich ein Problem, weil damit ein Spin 3 halbe rauskommt, müssen ja diese beiden Up-Quarks hier bei diesem Delta-Baryon oder die beiden Down-Quarks bei diesem Delta-Baryon, die müssen ja den parallelen Spin haben und dann unterscheiden sie sich nicht mehr in irgendeiner Quantenzahl. Das widerspricht dem Pauli-Prinzip und erst recht hier rot eingerahmt, wenn ich 3 Ups oder 3 Downs habe im parallele Spin-Ausrichtung, das geht überhaupt nicht. Also das ist ein Widerspruch zum Pauli-Prinzip. Und da gibt es auch noch andere Teilchen, wie dieses Teilchen hier, das der Omega-Baryon aus 3 Strange-Quarks. Da stehen die auch, die sind im selben Zustand,
alle drei und das geht nicht. Also auch zwei würde nicht gehen nach dem Pauli-Prinzip. Also brauchen wir eine weitere Quantenzahl, um das zu ermöglichen. Also wurde dann ad hoc eine neue Quantenzahl eingeführt. Hier nochmal eine nähere Erklärung. Also Omega minus, Delta minus und Delta plus Baryonen, Spindra halbe Baryonen, bestehen aus drei Quarks mit parallelen Spinnen. Also aus denselben Quarks hier sogar. Ist also ein Extremfall. Also auch bei zwei Quarks wäre das ein Verstoß gegen das Pauli-Prinzip. Aber hier ist es ganz eklatant. Es gibt Spindra halbe Teilchen, die aus drei gleichen Quarks bestehen, die auch nach dem Quarkmodell im Grundzustand sein sollen. Sonst wäre die Masse größer. SSS, DDD, UUU. Und das ist ein Problem mit dem Pauli-Prinzip. Und dann nimmt man eine neue Quantenzahl an, in der sich diese drei Teilchen dann doch unterscheiden. Und dann müssen es drei Quantenzahlen sein. Also mit Spin 1/2 und Minus 1/2 geht das nicht. Wir brauchen drei Zustände dieser Quantenzahl. Und das ist blau, rot, grün. Blau, rot, grün. Ja? Oder was, gelb? Blau, rot, doch, blau, rot, grün. Also die drei Grundfarben. Lösung, die Farbladung. Die drei Quarks haben verschiedene Farben und das ist eine neue Quantenzahl. Aber wie gesagt, das ist nur, weil die drei Grundfarben weiß ergeben und das so eine Bedingung ist. Für diese Farbladung, für richtige Teilchen, muss die Summe immer weiß ergeben. Deswegen hat man diese drei Farben gewählt. Also die Farbladung. Ad-hoc-Einführung der Quantenzahl Farbe. Quarks kommen in drei Farben vor, Rot, Grün und Blau. Antiquarks haben die Farben Antirot, Antigrün und Antiblau. Also die gibt es auch noch, es gibt die Antifarben. Die Summe muss weiß sein für jedes Teilchen, was ich im Experiment sehen kann. Und daraus folgt ja schon mal sofort, dass ich kein einzelnes Quark sehen kann, weil es hätte ja eine Farbe. Es gibt keine freien Farben in der Natur, einzelne. Es muss immer weiß sein. Pauli-Prinzip ist dann wieder erfüllt, weil sich diese drei Quarks ja in ihrer Farbe unterscheiden. Nur weiße Teilchen treten als freie Teilchen auf. Farbe wird auch als Farbladung bezeichnet. Angriffsgrund der wirklichen starken Wechselwirkung. Also nicht dieser Restwechselwirkung, die Proton und Neutron zusammenhält, sondern diese viel stärkere Hauptwechselwirkung zwischen den Quarks in einem dieser Baryonen. Ja, Zahl der Quarks verdreifacht sich auf heute 36 Teilchen, ja, weil die in verschiedenen Farben vorkommen können. Zahl der Mesonen erhöht sich eigentlich um Faktor 9, 3 hoch 2. Die Zahl der Baryonen erhöht sich eigentlich um Faktor 27, aber es gibt Farbkombinationsregeln. Also wir hätten dann mit der neuen Quantenzahl viel mehr Teilchen, die möglich sind. Aber es gibt da noch weitere Regeln, die diese neue Quantenzahl in ihrer Kombinationsmöglichkeit einschränken. Und das ist die sogenannte Quantenchromodynamik, Chromo für Farbe. Analog zur Quantenelektrodynamik, umfassende Theorie zur starken Wechselwirkung, Farbwechselwirkung und die ist mathematisch aufwendig. Also die Theorie dahinter, da vergeht einem Hören und Sehen. Also mathematisch aufwendig. Farbwechselwirkung zwischen Quarks. Feldquanten sind die Gluonen, masselose Bosonen mit Spin 1. Analog zu den Photonen mit einer ganz wichtigen Unterscheidung. Die Photonen sind ja elektrisch ungeladen. Sie vermitteln zwar als Austauschwechselwirkung, als Austauschteilchen die Kraftwirkung zwischen zwei sich abstoßenden gleichnamigen Ladungen oder sich anziehenden ungleichnamigen Ladungen. Aber, und die Photonen sind nicht geladen. Ich kann also einen Laserstrahl nicht im elektrischen oder magnetischen Feld ablenken. Ne? Können wir mal probieren mit Magneten. Ich habe einen Laserstrahl, ne? Hier mein Laserpointer. Genau, ich könnte hier mit diesem Laserpointer. Ich habe jetzt leider keinen Magneten zur Hand, aber wir können uns vorstellen, ich hätte jetzt hier einen Magneten, dann fliegt der Lichtstrahl nicht um die Kurve. Ne? Also ich kann einen Lichtstrahl, der aus Photonen besteht, nicht in einem elektrischen oder magnetischen Feld ablenken, weil Photonen sind nicht geladen. Aber die Gluonen, die äquivalenten Teilchen der starken Wechselwirkung, die haben eine Farbladung. Das heißt, ich kann sie mit einem, ja, wenn ich ein Farbfeld hätte, also ein Feld der starken Wechselwirkung habe ich aber nicht, aber wenn ich eins hätte, dann könnte ich einen Gluonstrahl ablenken. Ja, Gluon kann man aber dummerweise auch nicht richtig in der freien Natur nachweisen. Insofern ist das alles sehr hypothetisch. Aber das Modell sagt jedenfalls, dass die Gluonen geladen sind. Und das erklärt letztendlich, warum ich keine einzelnen Quarks im Experiment beobachten kann. Und wie die Argumentation läuft, das erkläre ich gleich. Also, die haben eine Farbladung jedenfalls. Großer Unterschied zu Photonen. Das sind Bosonen, Spin 1 Teilchen, Gluonen und Photonen sind sehr ähnlich, nur dass die Gluonen eine Farbladung tragen. Keine elektrische Ladung, aber eine Farbladung. Okay.
Gluonen können drei Farbladungen annehmen, also kann auch wechseln. Ein Gluon trägt jeweils die Farbe und Antifarbe, und es gibt 9 mögliche Gluonen. Ja, also Farbe und, also ja, okay. 3 Farbladungen gibt es. Allerdings, wie das Photon, ist ein Gluon sein eigenes Antiteilchen. Diese Randbedingung, es muss sein eigenes Antiteilchen sein, diese Randbedingung reduziert die Zahl unterschiedlich geladener Gluonen mit Farbladung auf 8. Es ist sein eigenes Antiteilchen, Boson. Ja, und dann gibt es die folgenden Farbkombinationen hier für die einzelnen Gluonen. Letzteres ist invariant gegenüber Farbänderungen hier. Ja, das ist sehr symmetrisch, das kann man sich mal angucken. Ich will die Quantenchromodynamik, das Theoriegebäude hinter dieser neuen Quantenzahl mit diesen 3 Farben, also auf keinen Fall näher erklären, weil das sprengt, da kann man eine ganze Vorlesung drüber halten. Aber ich wollte nur mal einen Einblick eröffnen, in was da eigentlich dahinter steckt. In den Bemühungen, diese Annahme, dass die Materie aus Quarks besteht, die Bemühungen, um dieses Quark-Modell mit den vorhandenen, bekannten Naturgesetzen kompatibel zu machen. Also mit dem Pauli-Prinzip zum Beispiel. Man hätte das Pauli-Prinzip für Quarks ja auch aufgeben können und dann hätte sich vermutlich eine andere Theorie ohne diese Farben ergeben. Aber dann hätte das an anderen Stellen zu Inkonsistenzen geführt. Also man braucht dieses gigantische, ja ziemlich große Theoriegebäude, was inzwischen sehr gut ausgefeilt ist, um alle experimentellen Fakten erklären zu können und mit den anderen bekannten Naturgesetzen, die wir als existierend, wie Energiehaltung und Ähnliches, als existierend annehmen, als geltend annehmen, kompatibel zu gestalten. Deswegen die Einführung hier dieser neuen Quantenzahl der Farbe. Man kann sich allerdings fragen, wo jetzt die Farbe, die Farbladung der starken Wechselwirkung im Experiment sich wirklich manifestiert. Wo kann ich die Farbe, die Farbladung wirklich experimentell nachweisen? Die Frage kann ich nicht beantworten, vielleicht geht es irgendwie. Beispiel, ja, also also der Unterschied zum Photon ist, wenn ich eine geladene Styroporkugel mit Licht beschieße, also mit, wenn es nicht so hohe Photonenergie hat, dann gibt es den Fotoeffekt, aber mal ohne Fotoeffekt, dann ändert sich die Ladung nicht. Ich kann also beliebig viele Photonen an Lichtteilchen auf irgendwas schießen, die elektrische Ladung des Körpers ändert sich nicht. Bei Gluon ist was anderes. Da ändert sich die Farbladung, wenn ein Gluon auf einen Quark trifft. Ja, weil es eben selber geladen ist. Also, aber es besteht immer, es muss ja weiß sein, immer aus einer Farbe und einer Antifarbe. Rotes Quark sendet ein Gluon aus, was aus Rot-Anti-Grün besteht. Na, ist immer Farbe, Antifarbe. So ein Gluon. Das rote Quark wird deswegen grün. Ist ja eigentlich einleuchtend. Ne? Also jetzt überlegen wir mal. Wir haben also Rot. Rot sendet Gluon aus Rot Anti-Grün aus. Ja, wenn ich Rot Anti-Grün von irgendwas wegschicke, was rot war, dann habe ich Rot minus Rot gibt kein Rot und Anti-Grün schicke ich weg, also minus Anti-Grün, da bleibt Grün übrig. Das heißt, das rote Quark wird grün, weil es ein Gluon aussendet mit Rot Anti-Grün. Ja, das hat ja keiner gesagt, dass Quantenchromodynamik einfach ist. Ne? Also und so wird das dann hier gezeichnet. Ne? Rot minus Rot Antigrün ergibt Grün. Grünes Quark, nächstes Beispiel, absorbiert das Gluon, das ich losgeschickt habe. Rot Antigrün. Jetzt kann man schon überlegen. Also wenn es grün ist und es kriegt einen Quark mit der Komponente Antigrün raus, dann kommt erstmal kein Grün dabei raus. Und es bleibt das Rot übrig. Das heißt, das Quark wird deshalb rot. Also das ist eine anschauliche Erklärung mit diesen Farben, weil wir uns das vorstellen können, für ein sehr abstraktes Verhalten einer Quantenzahl, die ein quantenmechanisches, genauer gesagt quantenchromodynamisches Verhalten der Natur erklärt, was wir uns eigentlich überhaupt nicht mehr vorstellen können. Also wird dann rot, ja. Jetzt lese ich die Texte hier mal vor, die da noch stehen. Das ist auch von Wikipedia bei Gluon. Bei Gluon findet man das. Die Quarks in einem Hadron werden durch ständigen Austausch von Gluon gebunden. Sie wechseln ständig ihre Farbe, aber so, dass das Hadron immer weiß bleibt. Also das wäre Proton und Neutron. Im zeitlichen Mittel kommt jede Farbe bei einem Quark gleich häufig vor. Und dieser ständige Austausch, diese ungeheure Dynamik, die im Proton und Neutron stattfindet, mit diesen vielen Gluonen, die ständig hin und her fliegen, die bewirken eben die Masse. Denn die Masse des Protons, Neutrons, kann ich eben nicht aus der Summe der Massen, der Ruhemassen der Quarks erklären.
So, und jetzt geht es weiter, Confinement. Und das wäre dann die Erklärung, warum wir eben nicht einzelne Quarks und schon gar keine Gluonen in der Natur beobachten können. Das nennt man Confinement, eingesperrt sein. Bringt man Energie in ein Hadron, also Proton oder Neutron, um Quarks zu trennen, wird diese Energie verwendet, um neue Quark-Antiquark-Paare, also Mesonen, zu erzeugen. Daher können Quarks nicht getrennt werden. Und das nennt man das Confinement. Ja, dazu habe ich eigentlich auch ein paar Bilder. Aber hier nochmal eine Übersicht, bevor ich zu den Bildern des Confinements komme, zu den Quark-Regeln. Wir haben jetzt allerhand Quark-Regeln, also diese Quantenchromodynamik-Regeln, habe ich so ein bisschen hier zusammengefasst. Also Hadronen bestehen aus drei Quarks oder drei Antiquarks, Mesonen aus Paaren, die Spins koppeln zu einem Gesamtspin, dann gibt es noch einen Bahndrehimpuls in angeregten Zuständen, die elektrische Ladung ist immer ganzzahlig und das Pauli-Prinzip soll gelten. Pauli-Prinzip, Quarks tragen, also als Korrektur jetzt, brauchen wir dann, Quarks tragen neben der elektrischen Ladung noch eine Farbladung. Es ist eigentlich eine Quantenzahl. Ein detektierbares Teilchen muss immer weiß sein. Entweder blau plus grün plus rot oder Farbe plus Antifarbe. Und da ja nicht die Gluonen aus der Farbe und ihrer eigenen Antifarbe bestehen, sind nicht weiß, kann man einzelne Gluonen eben auch nicht im Experiment nachweisen. Gluonen sind die Austauschteilchen der starken Wechselwirkung, ähnlich dem Photon. Sie sind masselos und tragen eine Farbe und eine andere Antifarbe. Nicht die gleiche Antifarbe. Deshalb gilt für die Mesonen. Quarks können die Farbe wechseln, da die Gluonen Farbladung tragen. Also wenn ein Quark von einem Gluon getroffen wird, wechselt es die Farbe. Ja. Okay, das war das Problem mit dem Pauli-Prinzip. Und dann haben wir noch die Sache mit dem Confinement. Und jetzt habe ich noch nur noch 7 Minuten Zeit. Nie einzelne Quarks oder Drittelladungen beobachtet. Das ist das sogenannte Confinement. Also, Problem, es wurde noch nie ein einzelnes Quark beobachtet oder es wurde noch nie eine gebrochenzahlige elektrische Ladung beobachtet. Und das ist dann schon ein gravierender Nachteil für so ein Modell, was behauptet, dass die ganze Welt aus Quarks besteht. Und das ist das Quark-Confinement. Und das will ich das nächste Mal noch ein bisschen näher erklären. Ich will jetzt nicht schon wieder überziehen, reicht jetzt mal. Also das ist das Quark-Confinement. Wenn ich hier so dieses Phi-Teilchen nehme, das besteht ja, hatte ich vorhin gesagt, das mit diesen angeregten Zuständen. Ja. Wenn ich da einen Schaum-Anti-Schaum-Quark habe, ein paar, und bringe da Energie rein, irgendwie, ich beschieße das mit irgendeinem, was weiß ich, ein Gamma-Quant oder so, oder ich lasse es mit irgendwas stoßen, es wird also angeregt und die beiden Quarks fliegen auseinander. So unsere Vorstellung kann man nicht messen. Was man messen kann, ist, was dann dabei entsteht. Dann ist der Energiegehalt hier in dem Bereich der starken Wechselwirkung anziehenden Kraft zwischen den beiden Quarks, der Energieinhalt wird so groß, dass die Raumenergie ausreicht zur spontanen Entstehung von neuen Teilchen-Antiteilchen-Paaren. Das geschieht auch in elektrischen Feldern oder unter anderen Umständen, also übrigens auch bei schwarzen Löchern und ähnlichem. Wenn ich also sehr hohen Energieinhalt in der Raumzeit habe, dann können spontan neue Teilchen-Antiteilchen-Paare entstehen. Also hier in diesem Beispiel ein Down-Quark-Down-Antiquark-Paar und dann entsteht hier ein Anti-Schaum-Down-Paar, Down-Quark-Paar und ein Anti-Down-Quark-Schaum-Paar. Und das sind zwei Mesonen. Das heißt, dieser enorm hohe, so unsere Erklärung, Energieinhalt in diesem Feld zwischen den beiden sich entfernenden Quarks führt zur Entstehung neuer Teilchen-Antiteilchen-Paare, also Quarks, die sich dann sofort mit den wegfliegenden Quarks zu Mesonen, also wieder farblich weißen Teilchen, zusammen verbinden. Und diese Mesonen kann ich dann nachweisen. Das heißt aber, ich kann so ein Phi-Teilchen aus C minus C, also C anti C hier, die kann ich beschießen mit irgendwas und sehe dann tatsächlich diese Teilchenjets hier aus dem Experiment rausfliegen und kann diese Teilchenjets, in dem Fall Mesonen, die da rauskommen, die kann ich tatsächlich damit erklären. Und das nennt man das Confinement. Und es ist in der Tat relativ plausibel, dass wir bei einer so starken anziehenden Wechselwirkung zwischen den Quarks, wenn ich die mit Gewalt versuche auseinanderzuziehen, dann die Entstehung von neuen Teilchen-Antiteilchen-Quarks, Paaren in diesem hochenergetischen Raumbereich dann habe. Das ist also einigermaßen plausibel. Das heißt, das erklärt, warum ich einzelne Quarks nicht sehen kann.
Ja, also es ist mindestens eine Erklärung. Also eigentlich steht dahinter die Bedingung für die neue Quantenzahl Farbe. Ich kann nur weiße Objekte in einem realen Experiment beobachten. Und natürlich auch nur Objekte, die eine gradzahlige elektrische Ladung besitzen. Ja, das war also die Vorlesung hier für diesmal in dem Versuch, ein bisschen dieses Standardmodell der Elementarteilchentheorie und zwar speziell den Teil mit den Quarks, gibt ja noch die Bosonen, also die Kraftwechselwirkungsteilchen, die gehören auch noch dazu, aber der Teil mit den Quarks zu erklären und die wesentlichen experimentellen Befunde zu zeigen, weshalb man überhaupt auf dieses Modell gekommen ist und auch die Probleme mit dem Modell und wie diese Probleme dann behoben wurden. Also zum Beispiel mit der Einführung einer neuen Quantenzahl. Ich hoffe, das war einigermaßen verständlich. Es ist ein bisschen eine sehr abgehobene Sache, diese doch sehr weit fortgeschrittene, diese Modellvorstellung von den Quarks. Ich finde es aber nach wie vor, vielleicht als abschließendes Wort schon, einen gravierenden Nachteil, dass man diese Bausteine der Materie, die Grundbausteine, irgendwie nicht einzeln nachweisen kann, obwohl dieses Bild das anscheinend erklärt. Aber irgendwie, also auch eine Drittelladung oder Zweidrittelladung gibt es in der Natur einfach nicht. Und trotzdem ist die Annahme von Teilchen mit diesen Drittelladungen die Grundannahme der ganzen Theorie, der modernen Theorie der existierenden Materie. Na gut, ja, also wer weiß, ob das der letzte Schrei der theoretischen Physik und der Experimentalphysik war. Vielleicht kommt ja nochmal ein neues Standardmodell. Denn dass Modelle in der Physik über den Haufen geworfen werden oder zumindest, sagen wir mal, grundsätzlich erweitert werden, das ist ja nun schon häufiger passiert. Und anzunehmen, dass wir ausgerechnet jetzt in einem Zeitalter leben, wo all diese Veränderungen in der Weltanschauung der Physik, was Materie ist oder was unsere Raumzeit ist oder was der Kosmos ist, dass das nur ausgerechnet jetzt auf null abgeklungen ist und nie wieder eine intellektuelle Revolution in der Physik passiert, die ist, glaube ich, vermessen. Ja, also es könnte durchaus sein, und gerade bei diesem Standardmodell der Elementarteilchenphysik hier, da habe ich das Gefühl, da könnte nochmal wirklich was Neues kommen. Aber darüber mehr nächstes Mal. Vielen Dank für diesmal und tschüss.